Moin moin, Heidi ho, herzlich willkommen zu Winter Survival. Ja. Können wir heute schon spielen, kommt eigentlich erst ein paar Tagen raus, aber ich darf tatsächlich heute schon reinschauen, denn mir wurde eine Presseversion zur Verfügung gestellt. Presseversion, ja. Krieg kein Geld oder irgendwas dergleichen, ich habe nur eine reine Version und halt die Berechtigung, es schon früher zu spielen und zwar so ziemlich ab jetzt. Ja. Dementsprechend freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben ja schon die Demo gespielt und Teile des Prologs. Also wir wissen, was auf uns zukommt und das war schon ziemlich cool. Deswegen freue ich mich tatsächlich, dass wir es heute spielen können. Rechnet mal so mit, über den Daumen gepeilt, so 4 Stunden, 5 Stunden. Mühsam ist in dem Dreh, mal gucken. Will aber nichts sagen. Es gibt ja auch noch ein bisschen anderen Spielmodus. Müsst ihr gleich mal schauen, der so ein bisschen endless ist. Und es wird noch mal ein bisschen was nachgereicht. Da kommt noch mit dem Patch noch mal ein Spielmodus dazu, der auch durchaus noch mehr Spielzeit insgesamt mit reinbringt. Aber die Kampagne, die geht ungefähr so in dem. Schade. Mein Gott. Egal. Glaube ich. So halbwegs. Und deswegen sagen können wir doch gleich. So. Nicht wahr, ne? Moin, moin Nightjack, moin Fischinger, moin Volker und moin auch Timmy und moin auch The Klaas. Schönen guten Tag. So, how to play? Nö, machen wir nicht. Gucken wir mal eben. Ein Early Access eigentlich. Unten stand auch gerade. Gucken wir mal eben. Ich sag mal, okay. Ah ja, genau. Story, Endless und genau. Cold Wave kommt noch. Das wird dann wahrscheinlich sehr survivalig übel. Wir gehen mal eben nochmal eins zurück. Hier unten steht auch Version 1.0.0. Moin auch Cheer 1000 Schweizer. Steht wieder so schick bei mir ausgeschrieben. Moin auch Theo2Zero. Schönen guten Abend auch ihr beide. Und moin auch Mario. Ihr wisst, wie es läuft. Ich spiele auf maximalsten Einstellungen, auf 4K. Wenn irgendwas ist in Sachen Sound, dann meckert rum. Ich habe eine gewisse Vorauswahl getroffen. Aber so alles in allem müsste das... Englisch. Shit, seht ihr mal. Habe ich was vergessen. Action Bar, Difficulty, Survivalist. Sie geben die am Anfang auch schon... Guck mal, es gibt nur Explorer und Survivalist. Wir lassen nur bei Survivalist. Ja, müsste so halbwegs. Enable Camera Rotation Lag. Naja. So, Erdmann haben wir, sehr gut, die dann, jetzt aber, oder, würde ich sagen, lege was los, ich freue mich sehr, gib ihm. Ah, jetzt gucken wir, jetzt können wir nochmal. Was sagen sie denn einem dazu? Entdecker ist leichterer Kampf mit automatischem Aufspießen und geschwächten Raubtieren. Wetter und Statistiken sind nachsichtiger und erlauben längere Reisen. Weniger stressiges Gameplay, aber nicht weniger unterhaltsam. Gefährliche Raubtiere und unbarmherziges Wetter stellen deine Überlebenskiste auf eine harte Probe. Bevor du loslegst, solltest du mit dem interaktiven Leitfaden How to Play beginnen. Weiß ja nicht. Ich meine, bei mir ist es ein bisschen her, dass ich es gespielt habe, aber ich würde trotzdem tatsächlich zu Survivalist tendieren, muss ich ja sagen. So ein kleines bisschen ja irgendwie schon, oder? So eigentlich. Schon sagen ja. Also wir gehen mal bei Überlebenskünstler rein. Schauen wir, was passiert. Introduction. Oh, guck mal. Mach mal Introduction. Und noch Helge. Boah, wow! Eieiei, das ist viel zu schnell. Die Maus speedet, ja, aber in... Eieiei. So, da gehen wir mal auf ein gutes Stück runter. Oh, viel besser. Joel, ja? Yo, it's me, Joel. I'm going on a trip with Mike. Care to join us? Great. I'll pick you up tomorrow. Danny, come and feel it.
Honey, I'm waiting. GeForce. Salut. Did you feel it? Hast du es gefühlt? Ja. Wonderful, isn't it? Danny? Do you have to go? Danny! What the hell? Get up and help us! So. Hey. Ist ein bisschen crazy. Grab that stick! Hurry! Ich glaube, das könnte so ein bisschen Tutorial auch sein. Behind you! It's gonna be okay. Just breathe. Are you hurt? No. Good. Remember the cave? Go there and hide. I'm gonna look for Mike. No way. I'll never get there alone. You will. Just keep the radio on. I'll tell you what to do. I tell you what to do. Na, das höre ich doch schon mal gerne. Da ist der Quikus. Quikus, du musst mal mir noch ein bisschen was sagen wegen Expeditions. Fällt mir gerade mal so nebenbei ein. Das geht nämlich nächste Woche los. Ob du Bock hast, Zeit hast, irgendwas dergleichen, weil sonst muss ich echt ein bisschen anders planen. Ich meine das ganz ernst. Und ohne Flachs. So, ich meine es wirklich ernst. Das wäre nur mal interessant zu wissen. Weil nachdem, ich muss mal gucken, weil ich lege auf jeden Fall nächste Woche damit los. Und da müssen wir mal irgendwie schauen, ne? Kommt nächste Woche schon raus, ja. In 4 Tagen? Ne, 5 Tagen oder so? Ist krass. Mal noch Meteor Drake, mal noch Corinna und mal noch Natalia. Schönen guten Abend. Aha. Er sieht aber auch schon halb erfroren aus. Geh durch die Büsche. Fuck. Entscheidung. Wölfe. Und noch Dorschen. You know what to do. Hey, ich würde sagen, wir warten mal eine Kleinigkeit. Passt euch mit der Lautstärke? Wie sieht's aus? Lauser. Wie sieht's aus? Oh, noch Striking Girl. Ich kann so rutschen. Those bastards are blocking the path. Distract them. See that crow over there? Try to scare it away. Okay, drücke, um Schnee aufzuheben. Nice. Das hat ja eher nicht so geklappt. Jetzt aber schnell, bevor sie sich umdrehen. My hands are freezing. You'll warm yourself up in the cave. Naja, ne? Wenden wir an, was wir gelernt haben, sagt er. Haben wir irgendwas... Okay, so einfach geht's nicht. There's nothing I can use to distract them.
Joel? Never mind. They went away. Okay. Moin auch, Reiner. Guten Abend. Eieiei, was bist du denn für ein Kandidat? Das ist aber ein besonders hässlicher Wolf gewesen. Bleib niedrig und geh weiter. Ich bin niedrig, kein Problem. Joel? Okay, first drink something, then think. Drücken Sie, um was zu trinken. Jetzt geht's los. Einigen Gegenständen in deinem Inventar können Schnellzugriffsslots zugewiesen werden. Ziehe den Gegenstand einfach in den gewählten Slot. Ah, das gehen wir her. Lege den Gegenstand in den gewählten Schnellzugriffsslot, um diesen Gegenstand später verwenden zu können. Drücke einfach die Taste, die am Slot zugeordnet ist, oder wähle ihn über das Radialmenü aus. Trinken. Schnellslot. Beste. Ah, wir haben eine Kopflampe. Guck mal, das sind wir. Sieht ja gar nicht mal so verkehrt aus, oder? Moin noch Wiese. Moin noch Maitom und Heiko. Ja, sollte passen. Dann können wir jetzt nämlich das Radialmenü auswählen. Great. It's empty. Gut. Suche nach Wasser. Ah, gucke mal. Das sieht doch nicht verkehrt aus. Ich kann mich sogar waschen. Du musst dich ausziehen, um dich zu waschen. Mach ich aber nicht. Dann planst du Expeditions ein. Ich würde mich zum Reese natürlich, aber es kann sein, dass ich es ein bisschen früher spielen kann. Am besten würdest, kannst du mir einfach mal schreiben. Ich so, wann es dir so halbwegs passen würde, weil im Zweifelsfall würde ich mich halt eher versuchen, auch ein Stück weit danach zu richten, weil ich bin ja nur flexibler. Aber wie gesagt, zum Release definitiv. Wir haben die aber auch gerade angeschrieben, das heißt, ja, man wird nochmal so einen Tag, anderthalb Tage abwarten, was sie noch so antworten, auch so wegen Bemusterung und so ein Spaß. Da kann es halt durchaus sein, dass man vielleicht ein, zwei Tage früher reinschaut. Aber ja, da sieht's aus. So, drücke, um zu füllen. Haben wir. We need to find some deeper snow. Und rein. So, gut hydriert sind wir schon mal. Würde ja die ganz gerne füllen. Na bitte. Huh? Man, you scared me. Oh. Sorry. I think I'm still in stealth mode. I need to catch my breath. What about Mike? Can't see anything in this weather. We need to wait till morning. Okay, so then what? We need to rest and eat. Right. Fire. I can make a fire. You taught me how. Great. Make it somewhere nearby. And check my backpack. The rest should be just lying around. So. Hole Materialien für das Herstellen eines Lagerfeuers. Auch ein Felsen, Ast, Stück Weichholz und Zunder. Okay. Felsen. Toll, dass das Felsen ist. Finde ich toll. Ja, dass das auch nicht überspringt und so weiter. Naja, wahrscheinlich, ne, um die Hitze zu kanalisieren, beziehungsweise den Stein auch zu speichern. Aber Feuerstein haben wir gleich auch noch mitbekommen. Das wird ja mal besser. I think that's enough.
Den Rest hat er gesagt, hat er bei sich. Zunder, die Wurst klaue ich ihm auch. Den Schlafsack. Ah, das braucht er alles nicht. So, dann wollen wir mal gucken. Handwerk. The crafting window is divided into categories visible from left to right and additional filtering listed from top to bottom. Change the categories to construction. Da, construction. You can assign any blueprint to quick slot or press. Okay. Das ist aber ein stattliches Lagerfeuer, oder? Interagiere mit dem Lagerfeuer, um Essen und Trinken oder so, um es anzuzünden. Ich würde es ganz gerne anzünden. Wir haben Zunder. Während du dich in der Rubrik Essen befindest, kannst du das Essen deiner Wahl übers Lagerfeuer platzieren, indem du es mit der rechten Maustaste klickst. Jo, aber ich würde gerne erstmal anzünden. Wenn du das Essen ins Feuer legst, kannst du sehen, wie viel Zeit noch bleibt, bis es gar ist. Dieses Element zeigt den verbleibenden Treibstoff des Lagerfeuers an. Du kannst ihn erhöhen, indem du Holz oder andere Gegenstände aus der Kategorie Brennstoff hinzufügst. Okay. Wenn das Lagerfeuer brennt, wird Kohle produziert. Du kannst sie ins Inventar aufnehmen. Wenn du genügend Brennstoff im Lagerfeuer vorhanden ist, kannst du es mit einem Klick auf Anzünden-Taste einfach entfachen. Now the meat. Jetzt das Fleisch. Oh, vielleicht ist es ja nachgespawnt. Nein! That feels good. Yeah. I'm starving. Not long now. We're gonna have a nice... Oh, shit. Hot. It's good to be warm. Ist Nolan und Mark wird's mögen? Ja, natürlich, das klingt aber gut. Mit dem anderen? Der kommt jetzt klar darauf oder wie oder was? We can come out now. Hä? Do you see these footprints? What the hell did he eat to grow this big? Other bears? People? Bears don't eat people, right? Überprüfe das Essen. Das wird jetzt höchstwahrscheinlich. Es ist weg. Fleischabfälle. Oh, disgusting. Not that we have anything better. Yeah. Okay, ich soll's trotzdem essen? Ist die Reste. Fleischabfälle. Na gut, ich meine, im Prinzip ist es nicht so geil. Aber was willst du machen? I'll keep watch, then we'll switch. Oh, thanks. Tomorrow we'll scout the area. Try to find help or at least shelter. What about Mike? Don't worry. We'll find him too. So, naja gut, dann, den Schlafsack habe ich dabei, wenn wir den mal eben auspacken. Er steht jetzt am Anfang erstmal Schmiere, ja, naja gut. Hol dir deinen Atem zurück, hol dir den Atem und auch Zalö, ja. Just a short trip. It's gonna be fine. Give me a break. I'll be back soon, okay? Come on, guys, wake up.
Shit, we're late. There's the bus! Danny, run! Wake up! Run! Moin auch, Herr Ort. Das war's. What? Where am I? Neue Quest. I can't feel my fingers. Joel, I have to call him. Shit, I lost my gear. Hot Springs. I need to get there. Kann so striven. Brauch nur links und rechts. Okay, heiße Quellen. Wir sollen zu heißen Quellen. Okay, dann machen wir das mal. Geht zu den heißen Quellen. Wir haben unseren Rucksack jetzt oben liegen lassen, das ist euch schon klar. Und da war alle drin, was wir so brauchen. Zigarette? Was? Erstmal alles übertragen. Metallschrotten, Nägel und Markus Bohnen. Need to find another way. Ja, wie ja witzig, oder? Zigarette. Jetzt nicht mehr so viel übrig. Ich hätte ja schon ganz gerne vielleicht ein bisschen was davon abgebissen, aber da ist ja nicht mehr so viel. Und noch Galle. Guten Abend. Denn reguläre Variante, da schon früher an Neuroner ranzukommen. Moin auch Walfischwurz. Schönen guten Abend. Ich danke dir für deine Bild. Unangefochten Walfischwurz. Genieße es. Don't think about it. Just go. Würde schon ganz gern ein bisschen looten. Jetzt aber eher uncool mit den Wölfen da. Jetzt zu den heißen Quellen. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Weißt du, wir sind hier quasi am Verrecken und allem und irgendwas und der denkt erstmal an ein gemütliches Bar. Ja klar. Das dürfte ein Hirsch oder sowas gewesen sein. Ich nehme erstmal noch auch alles an Holz und so mit, alles was geht. Ja, ich bin quasi komplett ausgehungert. Mir ist eiskalt. Mein Auge ist fast zu. Finally. Okay. Heiße Quellen. Wärm dich auf. Mal noch Kapuzan. That feels much better. Warm at last. Ich wollte nur ein Schlückchen Kaffee trinken. Was soll das denn? Das können wir doch nicht antun. Wir waren gerade war. Guck, jetzt sind wir schon wieder bei minus 6 Grad. Alter.
shit. I need to take care of this. Ich sag halt euch. I should check inside. Es sind nur gute Nachrichten. Jetzt ist uns nicht nur kalt, wir haben nicht nur brutalen Hunger und allem. Nein, jetzt haben wir auch noch zumindest einen angeknacksten großen Zeh oder so. Vielleicht, weiß ich nicht, Nagelbettentzündung, irgendwas wird es sein. Muss ich noch essen? What the fuck is wrong with me? Wir haben schon so diverse kleine Hallos, so wie das da aussieht. Ah, gucke mal. Ja. Das sieht schon aus, als wenn wir uns da dann auf jeden Fall erstmal Wunderbärchen aufwärmen können. Ja, schaut mal. Schon immer noch minus 6 Grad. Untersucht die Hütte. Guck mal. Brennstoff, da gibt es leider nicht. Hey, da kann ich nicht drauf zugreifen. Warte mal, vielleicht muss ich doch erst noch was anderes machen. Beinstabilisator. Verwende den Beinstabilisator. Na, aber Logo mache ich das doch sehr gerne. Much better. Still, this cold is killing me. Also zünden wir erstmal an. Tja, was habe ich denn? Also richtig viel haben wir eigentlich nicht. Zwei. Ich hoffe mal, es heißt 2 Stunden und 0 Minuten oder so. Ich danke dir auch, Val, fürs Vorhaben. I hope you found Mike. I can't look for them right now. I'm too tired. Hat's nicht gebracht. Ich danke dir auch mal für Schwarz für dein Stufe 1 Abonnement im 7. Monat. Vielen, vielen, vielen Dank. Und danke dir auch, der Schweizer. Für dein verschenktes Abonnement, die Nummer 13. 13. Krieger. 13? Ja, wo ist er denn hin? Vielen, vielen, vielen Dank. Die Nummer 13, die da geht an Ruabenzusler. Und danke auch Wartfischfuchs für dein verschenktes Abonnement. Die Nummer 6 an Tobi0814. Und moin auch James Bondo. Guten Abend, Herr Bondo. Fucking trip. Moin auch Bill Kid. So, schlafen. Sieben Stunden. Na gut. Kann nichts verstellen aktuell. Meister Lampe. Das ist Jones. Naja, alles, was wir quasi an Debuffs haben, verringert unsere Sanity. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall essen, trinken und sowas hochhalten und so einen Spaß, sonst werden wir irgendwann einfach ein bisschen Mischogel. Ja, kann schon mal vorkommen. Das geht mir tagtäglich auch so. Das machst du nicht. Wenn ich richtig Hunger habe und noch unterwegs bin, eieiei, was ich da auf einmal für komische Sachen sehe, sage ich dir. Wenn man auf einmal bereit ist zu essen, nur weil man Hunger hat unterwegs. Glaubt ihr nicht? Ja, die Demo habe ich auch gespielt. Das war echt ganz nice. Symptoms, oh Gott. Danke dir, GeForce. Bedeutet, du bist ja schon sage und schreibe bei 10.000 Views insgesamt. Schon mal, ne? So ein kleines Essen. Plus Nachspeise. Weil da steht alle drin für. Danke dir für deine 200 Bits. Auf Gleis 1 fährt ein Hype Train ein. Ich danke dir fürs Starten des Hype Trains, GeForce. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und viel Spaß dir auf Platz 1.
So, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, was wir hier nehmen. Psychose, Halluzination, traumatische Ereignisse fordern langsam ihren Tribut von deinem Verstand. Du halluzinierst und wenn du dich nicht um dich kümmerst, wird es noch viel schlimmer werden. Und das muss ich jetzt nehmen, ja? Kann ich einfach rausgehen? Psychose, Wahn, Beute. Nicht aggressive Tiere wie Hirche oder Kaninchen können als Halluzination erscheinen, was die Jagd herausfordernder macht. Wirf einen Stein, einen Schneeball oder geh auf das Tier zu, um die Illusion von Realität zu unterscheiden. Was? Wahrnehmungsmüdigkeit. Nach der Aktivierung des Instinktmodus können kurzzeitige Sichteinschränkungen auftreten. Schnelle Kopfbewegungen können die Erholung beschleunigen. Ich würde sagen, bis jetzt klingt das hier in der Mitte eigentlich noch am besten. Erlebe Desorientierung wie Halluzinationen, die Realität verzerren. Dinge ändern sich und testen deine Wahrnehmung. Wirf einen Stein, einen Schneebel und so weiter. Ganz ehrlich, ich würde sogar das mit den Tieren nehmen. Ja, bin ich sicher. Ist auch geil, dass wir diesmal nicht Verbesserungen wählen, sondern... Terrible night. Verschlechterungen. I better go back and get my stuff. I hope it's in one piece. Ich habe Durst. Ich habe aber wieder Essen. Also, Essen scheint schon wieder ein bisschen was zu haben. Scheint irgendwie besser zu sein. Wenn auch Waffelschutz für 500 Bits noch on top ist. Oh ja. Yeah. Ich danke dir auch nochmal. 500 Bits, Walfischwurz. Danke, 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 danke auch dafür. Und danke, De Schweizer. Denkte aber. Sehr. Die Nummer 14, die Schweizer. An GeForce. Tja, hol dir deine Ausrüstung zurück. Ich würde sagen, wir versuchen's. So komme ich jetzt hier eh nicht mehr. Wir müssen irgendwie hoch. Wir kriegen schon harte Sterbeticks rein, nur mal so nebenbei. Aber wir müssen uns mal so ein bisschen beeilen. In meiner Flasche war auf jeden Fall noch Wasser. Bear tracks. Wird mal eben ein bisschen speeden. And footprints next to it. It doesn't look good. I have to check it out. Better be careful. Got it. What is that sound? My walkie-talkie. Da war Wasser drin. Follow the noise. Okay, damit bin ich tot. Essen oder so? Ja, kann ich. Das war ziemlich knapp. I should patch up those clothes. Okay, folge den Spuren. Finde heraus, wo das Walkie-Talkie gefallen ist. Bau einen Webstuhl. Ist ja alles ein bisschen kritisch, oder? Sounds coming from below. Von da unten, ja, nice. Rock could be an anchor. Slide ich nicht so krass. Tie a rope around it. Okay, ich brauch dafür ein Seil oder 9 Stück sogar oder irgendwie sowas. Ich muss erst mal gucken, ne? Okay.
Bastle ein Seil und befestige es an dem Felsen. Baue einen Webstuhl. Ja, genau. Einfach so, sagt er, einfach so. Zunder, Seil aus hohem Gras könnte man bauen. Webstuhl sehe ich jetzt aktuell nicht. Das heißt, wir machen mal eben so weiter. Aber Heide, nein, ne? Also, ich bin auch wirklich so gut wie komplett weg. Uhu. Dankeschön allen, die am Hype Train teilgenommen haben. Abgesehen. Na gut, wenn ich das richtig sehe, brauche ich ein bisschen mehr. Ja, ich brauche noch mehr. Ich brauche mehr komisches hohes Gras, damit er was wird. Slide hier irgendwie. Ist das an? Also permanent. So, wir haben auf jeden Fall hier noch ein bisschen mehr hohes Gras. Nehmen wir schon mal. Müssen wir echt gucken, dass wir irgendwie auf ein normales Level langsam kommen, ne? Also uns ist es viel zu kalt. Müsste reichen, glaube ich. Ich nehme aber gleich noch mal ein bisschen mehr mit, wenn wir hier eh schon sind. So thirsty. Das heißt, am E-Scooter kleben, ihr macht das. Könnt ihr. Jetzt haben wir trotz alledem das Problem, dass wir uns noch mal aufwärmen müssen. Fährt mal eben, weil ich weiß ja, dass wir hier rüber zu den heißen Quellen kommen. Ich würde es mal eben angehen wollen. Das heißt, wir laufen einfach mal ganz blöd im Kreis, dass wir nochmal eben uns aufwärmen. Ich hoffe mal, die Wölfe sind nicht mehr da. Die sind noch da. Sie sind noch da. Nochmal Hütte. Noch rennen sie nicht direkt hinter mir her. Oder wir bilden sie uns nur ein, das kann natürlich auch sein. Aber ich werde mich auf jeden Fall mal kurz aufwärmen. Das Zeug werde ich nur nicht trinken können, da bin ich mir recht sicher. Na, und immer wenn sie so einen Kreis füllt, dann wird uns quasi eine Einheit abgezogen. Ist hier irgendwie tiefen Schnee, den wir noch schnell futtern können? Jetzt verhungere ich doch gleich schon wieder. Hier so am Rand ist gar nicht verkehrt, glaube ich. Nee, doch, ich verliere immer noch viel zu viel Trinken. Übel. Sollte eine Wunde desinfizieren? Nee, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Die Bohnen könnten wir auf Dauer nochmal irgendwie versuchen. So, jetzt dürfte ich zumindest schon mal erstmal nicht mehr erfrieren. Aber es bleibt dabei, wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie was trinken und müssen mein Leben mal irgendwie so ein bisschen bekommen. Da habe ich ein ziemlich dickes Problemchen. Bin kein großer Freund von Problemen. Moin auch Alpha Corsa und Guido. Und moin auch Lola. Das war zu tief. Mal gucken, wo sie uns jetzt rausschmeißen. Mist. What is that sound? My walkie-talkie. I just have to follow the noise. Jetzt habe ich das gleiche Problem quasi wie eben. It's getting colder. I should patch up those clothes. The sound's coming from below. I guess this rock could be an anchor. Zumindest habe ich jetzt etwas schneller getrunken. Das heißt, das müsste, glaube ich, mit ein bisschen Glück vielleicht was werden.
Können wir mal gucken, ob wir hier oben vielleicht noch eine Kleinigkeit für uns finden. Kann ich dann separat eigentlich speichern? Nee, nee, nee. Cranberries. Und Fasern. Ja, das ist gut. Schon Probleme, ja, sehe ich auch so. Lösungen, Lösungen. Lecker Schwefelwasser aus heißen Quellen. Ja, ich sag ja, die sollten wir höchstwahrscheinlich eher nicht trinken. Also warm ist ja ganz nice, aber ne, den Rest können sie uns nicht eigentlich mal getrost in die Haare schmieren. Geh nicht hoch. So, ich muss auf jeden Fall weiter das Zeug hier bauen. Hilft ja nichts. Jetzt komme ich quasi wieder dahin, wo wir eben gerade waren. Naja, ne? Also, ich meine, ich muss da ja auch irgendwie lang. Das Problem bleibt halt echt mit dem Leben. Hilft ja nichts. Ich muss runter. Weil wir müssen, ich brauche die Fasern, ja, ne? Sagt ja auch, bastle ein Seil und befestige es. Das heißt, also, komm nicht drum rum. Aber was wir machen können, ist, wir können die Quellen auslassen und von hier aus direkt zurücklaufen. Ich glaube, das müsste schon eher gehen. Oh, noch Ivo. Ich glaube, das müsste gehen. Dann können wir vielleicht gleich schon mal nochmal schlafen, um ein bisschen Leben zu regenerieren oder so. So richtig super spezial sieht das bis jetzt ja aktuell noch nicht so aus. Oder machen wir das erstmal mit dem... Cranberries für... Oh! Spitzkegeliger Kahlkopf! Hat mich schon schlimmer beleidigt, würde ich sagen. Kann ich mir die Cranberries nicht einfach volle Kanne reinziehen? Geil. Immer so zwischendurch so eine Handvoll. Preiselbeeren. Ja, ein bisschen Wasser bringen sie. Also gar nicht so verkehrt. Hier sind wir die Fußspuren. Ja, vom Bären. Find's witzig. Ach, zum Ausbessern müssen wir den Webstuhl bauen. Ja, okay. Aber ich würde trotzdem erstmal versuchen, jetzt das Walkie-Talkie zu bekommen. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Zwischendurch, solange er nicht meckert, nehme ich mit, was ich kann. Ich meine, wir haben hier mal 120 Pfund wahrscheinlich kann ich mitnehmen. Wir sind jetzt bei 34. Ich kann die ganzen Stöckchen im Notfall halt auch alle verfeuern. Was halt super geil wäre, falls einmal wieder kalt werden sollte. Was ja durchaus sein kann. Mach dir Feuer aus Ästen. Wieder. Jetzt aber schnelli. Was soll das Symbol da oben? Jetzt müsste es wieder gehen, YouTube. Ja, toll. Jetzt läuft die. Ja, es ist auch alles da. Es müsste auch auf YouTube wieder. Jetzt geht's wieder. Ja. Das Ding hatten wir gestern auch schon mal in YouTube. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist so, als wenn YouTube irgendwann zwischendurch einfach mal sagt, nö, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr.
nimmt quasi einmal nicht die an, dann muss ich einmal das Ganze kicken und einmal wieder neu starten mit OBS, dann macht das auch wieder instant. Eigentlich auch nicht da, aber es ist einfach so, als wenn YouTube irgendwie volllaufen würde, ne? Keine Ahnung. Aber ja. Sag das doch nicht jetzt. Da wären noch mal Seile. So, Metallschrott haben wir auch noch, ich muss dringendst was trinken. Ja, nee, das ist hundertprozentig irgendein YouTube-Gedöns. Keine Ahnung, ich weiß nicht was, hatten wir gestern irgendwie auch mal. Ich hoffe mal, dass das irgendwie irgendwann weggeht, weil es ist alles supi, was ich mache. Problem ist nicht nur bei dir, hab das auch schon bei anderen Streamern in den letzten Tagen gehabt. Ja, geil, Wiesenkopf. Aber danke, trotzdem, das hilft mir sehr weiter, weil dann ist das so ein Stück weit dann halt die Bestätigung für meine Annahme, weil ich mach ja nichts. Läuft durch, es ist alles da, es ist alles eigentlich recht gut eingestellt. Mist. Das ist aus heiterem Himmel einfach sagt, nö. Fühlt sich so an, als wenn halt echt so ein Glas Wasser vollläuft und ich gieß quasi immer nach und irgendeiner hat dann irgendwann einfach mal den Stöpsel doch wieder ins Waschbecken reingehauen und dann läuft das Waschbecken einfach voll. Und dann ist schwierig. Habe ich irgendwas, was ich jetzt direkt trinken kann? Der fleischige Piet. Batterien? Ich würde ganz gerne mal irgendwas zu trinken bekommen. Ja, vielleicht bin ich jetzt schon wieder dran vorbei. Kann das sein? Tja. Werde den Wolf los. Schwing die Fackel! Schwing die Fackel! Das hat er anders gesehen. YouTube hat das Dart-Limit erreicht. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Irgendwas auf jeden Fall stimmt da nicht so ganz. Ah, es ist ein guter Speicherpunkt. Ich schmeiß es nicht allzu weit zurück, aber heieieiei. Okay, also schwing dein Ding, aber nicht mit. Aber trotzdem nicht zu nah rangehen, bitte, sonst ist es problematisch. Und auch Shadan. Guten Abend, mein lieber Shadan. Er ist halt echt immer ein bisschen kacki, ne? Weil bis es halt wieder alle mitbekommen oder so. Ja, das ist halt auch ein bisschen doof. Ich meine, gestern zum Beispiel war das ja auch so. Es ist dann 20, 30, 40 Sekunden, dann resettet er sozusagen, dann geht's ja dann auch wieder. Dann wird es auch wieder makellos weiter, aber das kriegen dann ein paar halt nicht unbedingt mit. Und im Wasser, da ist man wieder, ne? Und das ist halt ein bisschen Arsch. Ah ja. YouTube und Streaming, es macht nur Probleme. Hat aber immer noch auch Vorteile. Aber macht halt auch Probleme. Oh, my God.
Schwing dich! Schwing dich! Ja, das Ding ist halt, ne, ich müsste jetzt eigentlich wieder das Walkie-Talkie rausholen. Okay, und jetzt schnell wieder zurück zur Fackel. Also hier muss ich eigentlich nicht lang, aber ich gehe mal kurz wenigstens so ein, zwei Meterchen weiter, um zu gucken, ob wir hier ein bisschen Loot für uns finden. Aha. The fleischige Pete, da ist er wieder. Eins kann man ja, muss man ja mal getrost sagen. Moonshine. Wow. Erbrechen 5%, alkoholischer Mut 100%, Verlangen nach Alkohol 100%, beruhigt. Aber man sollte es nicht zu oft trinken. Aber guck mal, wir kriegen ein plus 5 auf Trinken, aber minus 7 bei Leben. Ich glaube, das kann ich gar nicht mitnehmen aktuell. Dollarmünzen, okay. Ja, kurz F5. Ja, wie gesagt, das kriegen halt aber trotzdem einige nicht. Das ist halt echt immer ärgerlich. Gestern, so wie es heute auch, dann sind es einfach mal ein paar Leute sind einfach nicht mehr da. Dann, na scheiße. Vielleicht, aber ja, ne, das ist halt so die Sache, wenn ich das jetzt trinke. Ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen mehr beeilen. Wenn ich das trinke, dann sterbe ich ja auch. Ich kriege ja instant minus 7 Leben. Kennt jeder, der Alkohol getrunken hat. I need a break. Einen kleinen Tod stirbst du dabei irgendwie immer? Boah, ich mach mal schneller. Cooles, hartes Survival-Spiel, ja, das definitiv. So, Schnellibus. Ich meine, ich könnte mir den Wodka oben einfach mal tatsächlich drücken und gucken, was passiert. Beeren habe ich leider auch nicht mehr. Ja, versuchen wir es mal, ja, oder? Ich meine, gut, was soll halt auch passieren, ob ich jetzt so oder so oder so oder so sterbe? Jetzt, der ist jetzt hier nicht mehr da. Er war doch vorhin noch da. Undichte Dose? Ich esse mal den Pete noch, nur dass da ein bisschen was an Trinken da drin war. Sieht aber auch nicht so danach aus. Saki, Saki, Saki. Wir sollten schneller weiter. Moin auch. Ballistan und Big Bong Theory. Den Tag aber auch. Mike! Wieder noch mehr Dollarmünzen? Okay, zumindest was zu essen habe ich noch mehr gefunden. Mike, where are you? Where did you go? I just need to keep looking. Ich weiß nicht, ob es mich bedeutet, dass das Wasser nicht so richtig gut ist. Aber ich hab's jetzt getrunken. So, ich wäre auch ansonsten gestorben, also machst du halt auch nichts. So, jetzt füllen wir mal eben noch die Wasserflasche auf.
So, da sind wir rein. Das passt also alles auch. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir wahrscheinlich erstmal wieder folge den Spuren, trockne deine Kleidung und baue einen Webstuhl. Ich gehe mal zurück zur Halle. Wir haben jetzt was zu essen. Wir haben ein bisschen Holz, haben wir auch bekommen. Das sollte also eigentlich auch durchaus klar gehen. Ich finde. Aber ja, du hast hier immer was zu tun, definitiv. Was da nicht chemisch schmeckt, ja, ich weiß es nicht. Ich habe da so ein Symbol dabei, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Mal. Muss irgendwie an dem Wolf vorbei. Und wir sind halt noch ein gewisses Stückchen überladen. So viel zum Aufwärmen. Ich kann nicht mehr. Die Fackel. Wie er uns angrinst dabei, ja, förmlich. Das tut ja irgendwie extra weh. Aber die Hitze aus den Quellen müsste gehen. Ich versuche den mal echt damit der Fackel eigentlich loszuwerden. Witzigerweise könnten wir jetzt sogar versuchen. Mike! Ja, Mike. Können wir jetzt sogar versuchen, das Wasser gar nicht zu trinken, sondern direkt mitzunehmen zum Abkochen. Mike! Nee. Jetzt mal direkt trinken. Where did you go? Oh, noch Nordblüt. Moin. So, rein damit. Und wie gesagt, auf jeden Fall werden wir die Wasserflasche noch auffüllen. I'll freeze to death if I don't dry my clothes quickly. So, dann noch den hier. Eigentlich müssten wir sogar links lang gehen, fällt mir mal so nebenbei ein. Weil wir links ja wieder springen müssen, da sterben wir. Eigentlich muss ich links lang gehen. Ja, doch. Tatsächlich schon. Ich werde einfach mal auf die Fackel setzen. Vielleicht wärmt die uns ja auch ein kleines bisschen, ne? Minus 9,5 Grad. Wuhu! Geil. Truthahn-Schwanzpilz. Okay. I'm exhausted. Ich versuche mal zurück zur Hütte zu kommen. Wir müssen einfach auch schlafen. Sonst haben wir so oder so bald ein Problem. Morgen noch Malagantius. Schönen guten Abend. Und moin auch Ronnie. Schönen guten Abend auch dir. Essen haben wir nämlich. Ich habe noch eine Wasserflasche randvoll. Ich habe gerade gut getrunken. Also die anderen Aspekte dürften eigentlich gar nicht so schlecht dabei sein. Oder? Da müsste doch so ein bisschen. Jetzt bin ich schon bei überladen ziemlich weit oben. Und krieg auch anscheinend irgendwas Negatives die ganze Zeit immer rein. Das ist natürlich Arsch. Zurück zur Hütte. Habe ich schon mal ein bisschen Leben regeneriert eigentlich? So richtig fühlt sich das nicht an. Ich renne die ganze Zeit irgendwie mit 5% durch die Gegend. Ist eigentlich die Hütte? Need to warm up. Ich war doch in die Richtung, oder nicht?
war eigentlich recht sicher. Weil wäre auch Wasser. Ja, das die Hütte. Schon sagen. What is that? So, jetzt aber schnell die Kowski. Hey, Drago Team. Oh, I'm fine so far. I have fun. I played the demo as well. Ah. So, guckt mal. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das sieht doch schon mal wirklich ganz nice aus. Jetzt können wir mal gucken, was wir hier noch irgendwie so reinlegen können. Fast 6 Stunden brennt. Ne, warte mal. Sind es wirklich? Ne, sind Minuten. Okay, dann nicht. Da, hier kann ich so einen ganzen Stack reinziehen. Ich brauche richtig dickes Holz oder so. Trockenleine. Das ist ja geil. I'm exhausted. Gucken wir mal eben so. Kannst du das Wasser abkochen? Das ist eine sehr gute Idee. Mal gucken, ob es vor allen Dingen in meiner Flasche geht. Nee, sieht nicht so danach aus. We're having fun, Drago. So. Geht wieder alles, wir können wieder alles anziehen. Much better. Zumindest schon mal so ein bisschen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal echt eine Runde schlafen. Safe speichern können wir auch, das ist auch gut. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr Leben, dann wäre das schon gar nicht so verkehrt. Dann mal schauen, ob ich da jetzt irgendwie eine Krankheit habe oder irgendwie was dergleichen. Habe ich die Hütte selbst gebaut? Nee, Cooper, aber so wie das gerade geklungen hat, sieht das schon eher so danach aus, als wenn der Bär uns bald Probleme machen wird. Boah, schon wieder bald Durst. Ich glaube es nicht. Starten wir mal erstmal so weit. Ich danke dir, Christian D. Moin. Danke dir für die 15 Monate beim Frischen Roasted Lachs. Dankeschön. Winterhart 1 verringert leicht das Energieniveau. Ja, danke. Starte Erholungschallenge. Ich sage erstmal schließen. Das ist mir momentan challenging genug. Need to warm up. Must find food. So, ich pack erstmal rein. Wir müssen ja auch eigentlich schon wieder direkt was essen. Und was man natürlich irgendwie auch sagen kann, ist, da wir ja schon... Ah, ich gucke mal, das jetzt mit dem komischen Giftgedöns ist fast weg. Das heißt, vielleicht sollten wir doch Sim schauen, dass wir das mal nicht sofort essen. Späte Austernpilzsuppe. Schmetterlings... Tramity haben wir hier auch noch. Wir brauchen mehr von diesen Truthasen. Wir brauchen Frischwasser, wir brauchen Kochtoppes.
Boah, ist ja nicht so geil, ne? So, wir können ja mal eben mal kurz schauen. Die Tischereistation gibt es zum Beispiel. Beinstabilisator, Feuerabdeckung, Kräuterbandage, Webstuhl. All set. So richtig viel Leben habe ich ja nicht dazu bekommen. So quasi so gar nicht, ne? Ist ja ein bisschen Arsch. Undichte Dose. Radpfanne. Kaputter Kessel. Dass der kaputt ist, ist natürlich auch ein bisschen doof. Alte Flasche. Ich lasse da alles mit reinschmeißen, notfalls. Faden. Schaute mal. Was brauchen wir denn? Knochennadel können wir herstellen. Schon mal gut. Faden kann ich auch herstellen. Stoffflicken. Und ich brauche 2 Stoffflicken zum Beispiel für die Wintermütze. Das heißt, ich brauche mehr Faden. Für Faden brauchen wir mehr Fasern. Wir gehen aber auch relativ schnell drauf hier. I should drink something. Ja, ist ja okay, ist ja okay, ist ja okay. Meine Güte, meine Güte. So. Was? Okay, wir brauchen mehr von dem Essen. Das sind doch Bohnen! So, erstmal rein damit. So, das sieht doch schon mal besser aus. Safe. Jetzt ist dieses weiße Gedöns, was so ein bisschen aussieht, als wären wir krank oder so, aber auch schon wieder gestiegen, ne? Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, dass wir hier so ein bisschen was rauslegen. Ich hoffe mal, dass es hier einfach nicht verloren geht. Das wäre irgendwie schon ganz geil. Nägelbox, Tabak. Wo sind wir denn jetzt mittlerweile? Ah ja. Metallschrott lasse ich mal auch hier. Nochmal Metallschrott. Lege ich einfach mal alles komplett mit auf den Boden ab. Folge den Fußspuren haben wir ansonsten. Nimm den Schlüssel. Ein ungebetener Gast. Wo war denn Schlüssel? Nope, sagt er. Okay, das ist doof. Wir müssen es schaffen, irgendwie ein bisschen Leben zu regenerieren. Das wäre wirklich nicht verkehrt. Oh, noch Muddy. Das ist eiskalt mal eben gleich wieder ein Wolf, ey. Wir brauchen Fasern. Auf jeden Fall noch Faser. Ja, müsste ich nicht eigentlich Fasern bauen können? Warte. Ne, nur Seil aus hohem Gras. Ich brauche aber doch Fasern. I'm getting tired. Kann ich hier bald vielleicht auch Wintergemüse anbauen oder so? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, dann jetzt hier ran. Ich brauche. I need water. Wir sollen die Hose reparieren. Brauche ich doch noch mehr davon. Haben wir?
Vielleicht muss ich die einmal irgendwie zerrissene Hose einmal ausziehen. Fallen lassen. Ich nehme sie mal raus, mal gucken. Ah ja. Look at me. I can sew. Sarah would be proud. Ja, hey, trotzdem, oder? Okay, wir essen einfach mal ein bisschen Schnee. Danach müssen wir dann nochmal zurück ran aber ist schon okay. Hauptsache hier halt, ich sterbe erstmal nicht. Essen ist ganz gut. Wir sind schon wieder ein bisschen tired, das ist auch schon wieder hart. Und eigentlich gefühlt schon wieder durchschlafen. So, das sollte gehen. Und jetzt heizen wir uns mal gleich nochmal ein bisschen auf. So, gucke mal, das ist doch gut. Wir sind quasi schon wieder komplett mit dabei. Oh, Stöckchen, das schmeißen wir auch alles mit raus. Wir haben uns eine Klitzekleinigkeit auf und dann gehen wir los. Eigentlich die Bratwurst? Ich weiß ja nicht, wo deine ist, aber ich habe keine. Einmal, du Maus, erst einmal. Uhu, genau. Ja, Tür zu wäre keine schlechte Idee, da hast du absolut recht. Tja, vielleicht kann ich so eine Stunde schlafen? Was meint er? Ja, ne? Versuch mal 2 Stunden zu schlafen. So, und dann versuchen wir es mal. Warte mal, ich speichere mal eben nochmal. Wir werden auf jeden Fall... Die Frage ist nur, nimm den Schlüssel. Oh. Basement Key? Basement Key. Kannst du in der alten Flasche Schnee schmelzen? Oder hier dem Kessel oder so, ne? Kann ich mal versuchen, aber ich nehme erstmal jetzt den Schlüssel und guck mal eben drunter. Ein ungebetener Gast findet den Weg zum Keller. What do we have here? Hallo, Holzkieferfalle. Weichholzschaufel. Hastig geschriebene Notiz. Burial Stash. Oh. Scheint wieder eine Art Mineneingang zu sein. Hier so ein Klohäuschen oder sowas. Ein Kochtopf. Eine Bratpfanne. Noch mehr Markusboden. Und mehr fleischige Piet. Mörser und Stöße? Ja, cool. Ed? Das hat's schon mal gebracht. Ganz ehrlich, bin ich hier unten nicht sicherer als oben im Haus. Nur mal so nebenbei. Ich kann hier so eine Holzkieferfalle bauen. So, jetzt versuchen wir es doch einfach mal mit dem anderen großen Gedöns. Hier, gucke mal. Sieht mir irgendwie nach einem Nein aus. Nein. Nein. Vielleicht kann ich sie mitmachen. Viel Spaß beim Weiterarbeiten, beziehungsweise viel Erfolg, Meisterlampe. Und schönen Abend. Wünsche ich dir auch weiterhin.
Tja, sieht irgendwie nicht so rosig aus. Wirf einen Stein oder stelle dem Kaninchen eine Falle. Ja, aber heute nicht mehr, so wie das aussieht. 6 Minuten, weißt du? Das ist doch echt, das ist doch nichts. Ernsthaft, das ist doch gar nichts. Moin Machiavelli, guten Abend. So, gegessen haben wir so halbwegs auch. Guck mal, Kohle gäbe es hier unten sogar jetzt mittlerweile auch schon. Ja, komm, wir gehen mal schlafen, bis es Tag wird. Vielleicht kann ich ja gleich mal gleich wieder was essen und was trinken, so wie das gehört. Zwölf Stunden. Bam. My teeth are chattering. Kann auch das hohe Gras verbrennen. Das bringt mir nur nicht allzu viel. So, dann gleich nochmal. Ja, komm. Das bringt's doch alles nicht. Mehr, mehr, mehr. So, schließen. Warte mal, essen. Sind ja nur Stöckchen, ja, das ist schon klar. Aber ich hab doch eben gerade aus dem Keller, habe ich eine ganze Menge eigentlich mit hochgeholt. Ja, dann müsste das ja so rein theoretisch. Aber schaut mal, essen ist gut, trinken ist gut. Ausgeruht sind wir mittlerweile auch halbwegs. Wir haben nur noch diese zwei komischen... Ist hier vielleicht schon zu warm drin? Kann das sein? Wirkt fast so, oder? So, ich schmeiß hier mal so ein bisschen wieder das Zeug raus, weil wir müssen ja auch noch mal ein bisschen irgendwie, ne? Wir müssen ja auch noch im Zweifelsfall mal selber noch mal transportieren. So, 97 Sekunden. Ich würde sagen, wir warten mal eben noch eine Kleinigkeit, dass das hier was wird. Ich muss jetzt Holz noch bearbeiten. Ich weiß ja nicht. So, 62 Sekunden, ja. Moin noch Kille Schnecki, moin noch Ryu Blanke. Sollte so halbwegs klar gehen, oder? Jetzt sagen wir, gehen mal los. Erstmal speichere ich natürlich, ist klar. Können wir die Bücher nicht verbrennen? Speichert ist und dann wollen wir mal anfangen. Und weiterhin auch erstmal alles Mögliche mit dem. Gucken wir mal. Könnten wir zumindest mal den hier wieder machen? Weil das Wasser sieht doch gut aus, oder? Ich füll's mal. Ich sollte nicht unbedingt drinstehen im Wasser. Cranberries haben wir. Ich
Ich glaube, wir bleiben mal so ein bisschen bei der Quest. Ich werde mal den Fußspuren folgen. Wir schauen einfach mal, was dann... Oh, eine wilde Möhre! Ja, wie gesagt, wir haben gerade auf dem Balkon hier auch Wintergemüse gepflanzt. Sprich, Mohrrüben und Radieschen. Mm. Schöne Sache. Was ist das für ein Spiel? Ja, das ist ein Survival-Spiel, Sascha. Das ist Winter Survival. Folge den Spuren. Da ist ein Reh. Da sind Pilze. It just keeps getting worse. I hope the guys are okay. Ja, zumindest, ne? Zumindest ist hier erstmal wieder schon eine Klitzekleinigkeit warm. Das ist schon mal ganz nice. Dollarmünze nehme ich mit. Hier scheint der Bär den anderen Dude gejagt zu haben, ne? Entschrouded? Ja, wir werden irgendwann nochmal Entschrouded spielen. Aber da müssen halt ein paar auch für Zeit haben und so weiter. Die dafür Bock haben, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Sehe ich jetzt gerade nicht so unbedingt. Getting thirsty. Is it possible someone's still in there? Damn it. Jetzt sind die menschlichen Spuren jedenfalls nicht mehr da. Jetzt ist nur noch der Bär unterwegs. Moin, Wolfgar. Ja, so wow, ich meine, ich wollte hier runter. Shit. Alte Flasche, alte Flasche. Undichte Dose. Wird immer besser. Altes Spielzeug. Tabak. Vielleicht sollten wir uns mal eine anstecken, ne? Marks pikante Mischung. Schön. Moonshine Spiritus, verrosteter Schlüssel. Alkoholgetränk der Verband, nice. Roggenbier oder so hat. Haben wir da auch noch gefunden. Pelzmütze. Nochmal, Roggenwodka. Oh, hoi. Jetzt wird's aber langsam hier voll, sagen sie. Tja, was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir mal ein bisschen was loswerden hier. Kräuterbandage habe ich mittlerweile sogar auch. Also eine Sache können wir schon mal loswerden, und zwar die hier. Die können wir mal kurz aufessen. Shrouded wird hier auch nur besser. Ja, wieso? Jetzt können wir das mitnehmen. So, eine Batterie sollten wir noch mitnehmen. Noch mehr von den Cranberries. Nice. Vielleicht sollten wir uns mal so einen kleinen Moonshine gönnen, ne? Was noch eine. Haben wir noch eine Batterie? Haben wir noch Fasern? Und hier gibt es was Handgeschriebenes. Ey, das wollte ich mir angucken. Was steht denn da so Feines drauf? Skull! Meine Jungs, ich sag nur Koskenkurvo Salmiyaki. Kein. Nie war ein Abend genau so perfekt dafür geeignet wie der jetzige. Und auch Marina.
Wie heißt Winter Survival, Sascha? Moin. Und noch Crossi. Oder du wirst voll. Badabooms, badabooms. Meine Jungs haben es geschafft, etwas von dem guten Zeug zu ergattern. Die Rationen können zum Teufel gehen. Sie haben es in ein paar Kisten in der Wagen-Reparaturstation nahe der Holzfällerhütte versteckt. Ich habe meinen Anteil genommen und sie auch. Es sollten noch ungefähr 20 Dosen für dich übrig sein, aber dass sich die Situation am Hafen verschlimmert, musst du dich beeilen. Und sie holen. Bevor sie jemand anderes es findet. Ich hoffe, du lebst noch. Jo. Noch lebe ich. Okay, aber ich glaube, ansonsten sind wir hier tatsächlich durch. He might still be here. Nicht genau, aber irgendwas stimmt nicht. Oder? Hätten wir mal versucht, ein bisschen aufzuwärmen. Was ist denn dieses Hausgedöns? Schauen wir mal eben, ob wir das irgendwie rauskriegen. Unbehagen. Ah, Hüttenkoller. Beschleunigt leicht den Abbau von Hunger und Durst. Okay, das geht. Zu lange im Unterschlupf bleiben. Das ist ja witzig. So, das andere ist, dass unsere Kleidung nass wird. Und dann gucken wir uns mal das andere da an, was wir da noch so haben. Das sieht nicht gut aus. Parasiten! Ihhh! Trinken aus einer verseuchten Wasserquelle. Ihhh! Zeit löst es? Kräuter-Tee oder antiparasitäre Medikamente? Haben wir antiparasitäre Medikamente dabei? Ich hab Moonshine und Wodka. Ja komm, ich würde sagen, einen können wir uns mal gönnen, oder? Und schon geht's uns besser. Eindeutig für dich, eindeutig. Können die Möhre auch einfach so futtern? Pikante Mischung, auch sehr schön. Aber nee, ne, Nagelbox, 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 alkoholgetränkter Verband. Ah, das heißt, wir brauchen irgendwelche Kräuter noch, um uns selber einen Kräutersud zu brauen. Folge den Spuren. Okay, wir müssen auf jeden Fall immer noch weiter den Spuren folgen. Dann machen wir das doch. Ich hoffe mal, dass er hier drin irgendwas gespeichert hat. Das wäre irgendwie ganz geil. Heidenröschen. Hier hinten ging es vorhin, genau, zumindest noch teilweise weiter. Ich weiß ja nicht, ob es so schlau ist, jetzt weiter in den Bärenspuren noch zu folgen. Ah, ne, gucke mal. Wir haben die Fährte wieder aufgenommen. Guck dir doch mal die Galköpfe. Wird lustig werden. Die Galköpfe? Ach so. Ach so, ich weiß, was du meinst. Du meinst die Pilze. Guck mal, hier scheint es noch okay zu sein. Ich glaube, die zeigen uns das sogar tatsächlich an. Verstimmter Magen 5%. Aber Effekte minus 2 auf dem Koppes. Wir können ja mal, wenn wir gleich zurückkommen. Mike! Joel! I'm coming there! Hey! Mike! Damit konnte jetzt keiner rechnen. Just need to find a way out.
Another hallucination? Yeah. Und es geht schon wieder los. Brücke sah so sicher, ich fand auch. Ich musste die einfach nehmen. Er hat schon wieder Durst. Wir haben nur unser komisches, verseuchtes Wasser. Wir müssen irgendwie mal schaffen, was irgendwie unser Wasser abzukochen. Aber in der Plastikflasche würde ich das ja nicht unbedingt gerne machen. Eine Weichholz-Steinaxt. Klingt irgendwie wie so ein progressiver Doppelname einer Familie. Mein Name ist Max. Max Weichholz-Steinaxt. Welcher eigentlich immer mit den Zigarettskis? Stoff klingt doch nicht so schlecht, oder? Ich bin so rappelvoll. Hätte ich mal vorher was weglegen sollen. Ich klammer mal die Möhre. Geht so nicht. War die Fackel? Vielleicht sollte ich hier sogar mal ein Lagerfeuer bauen, oder? Ah, da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Felsen und so, das ist alles nicht so geil. Es gibt sogar noch mehr Lagerfeuer hier, einfaches Lagerfeuer. Dafür brauchen wir aber trotzdem noch zweimal Zunder und den haben wir natürlich auch nicht. Ist noch eine Truhe. Ach du... Dietrich, ja, den hätte ich schon ganz gerne. Warte mal, den Schlüssel können wir, glaube ich, fallen lassen. It won't budge. I could use the axe. Oh. Scheint spröde zu sein. Kann es wahrscheinlich mit irgendeinem Werkzeug aufbrechen. Sie zerbröselt. Quasi instant falls hin. Viel Spaß und guten Hunger, der Schweizer. Und moin auch Mr. Jason. So thirsty. Hier hängt sich die Demo mal auf. Das ist nicht die Demo, Nox. Das ist das Hauptspiel. Ja. Was Bescheid. Oder Münzen? Hätte ich hier vielleicht nochmal mit der Axt dran? Ein Stein? Ach genau, okay, das heißt. This is pointless. We run around in circles like this, we'll never find each other. Blaubeerstrauch. Campfire, huge one. That should get their attention. Rauchsignal sagt, da brauchen wir also als nächstes. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück zu unserem Häuschen und verstauen mal ein bisschen was davon, was wir dabei haben. Dann kümmern wir uns erstmal so ein bisschen um den Rest. So langsam sieht es irgendwie, es glüht auch permanent auf da unten. Wir müssen dieses elende Zeug loswerden, dass wir immer permanent, dass wir
immer verschmutztes Wasser trinken. Da muss doch, wir müssen irgendwas. Das muss doch gehen. Dann müssen wir auch noch jagen. Aber ich würde sagen, dann machen wir echt alles nicht mehr in-game heute, sondern wir gehen jetzt erstmal zurück und schlafen mal eine kleine Zeit. Moin moin, Beeper Ole. Abend. Da sind wir wieder. Bei unserer opulenten Hütte. Ah, da zieht doch noch was aus. Tür zu! So, okay, dann wollen wir mal. Ah, ne? Eigene Behälter? Gibt's hier noch Schüssel, Becher? Warte mal, vielleicht können wir da irgendwie was mit reingeben. Vielleicht machen wir das so rum. Ein runder, tiefer Behälter mit Deckel zum Kochen von Flüssigkeiten und Suppen. Ja, ne? Musst du den Topf befüllen? Ich muss ihn ja irgendwie benutzen, Manomaus. Ich werde ihn mal rauslegen. Wir versuchen es mal. Was haben wir ja hier? Wo ist er denn jetzt hin? Irgendwie nicht. Not a drop in sight. Boah. Halten Sie zum Trinken, drücken Sie zum Leeren. Drücken Sie um beide Hände, Instinktmodus. Ich muss es trinken, ich bin sonst wieder sofort tot. Bin fast komplett schon mit durch. Jo, das war nice. So. Also bis auf Parasiten geht's mir gut. Ist ja eigentlich nicht so schlecht. Aber irgendwie fühlt es sich nicht so extrem danach an. Zum Teil können wir diesen in den Topf benutzen. Ich kann ihn halt hier wirklich nirgendwo irgendwie mit reinlegen. Das ist ein bisschen schwierig. Was wir mal machen könnten, ist, wir können mal schauen, dass wir unsere anderen Sachen so ein bisschen reparieren, ne? Ich meine, unsere Hose haben wir jetzt schon mal gefixt. Und wir haben ja noch eine Mütze dabei. Die Pelzmütze macht 2 zu 1. Die macht auch 2 zu 1. Na, geil. Aber sie sieht cooler aus. Das heißt, wir können die hier vielleicht auch kaputt machen oder so, ne? Jetzt mal fallen lassen. Wir haben noch ein paar Blaubeeren gefunden. Das ist auch jetzt nicht so verkehrt. Was willst du mit Y? Cooper. Wenn ich Y drücke, kann ich halt Sachen... Ne? Schau mal her. Steinhautmesser. Hier können wir so Sachen bauen. Das ist schon ganz angenehm, aber das ist halt... Aktuell noch nicht das, was wir jetzt direkt brauchen. Bei Essen können wir halt nur direkte Suppen und so was herstellen. Dazu brauchen wir ja auch einen Topf. Aber halt auch diese anderen Sachen. Unter anderem auch frisches Wasser.
Ich meine, wenn wir diesen Totanschwanzpilz noch dreimal hätten. Ah, ne? Vielleicht können wir es dann. Naja, dann kochen wir es ja trotzdem ab. Also so ein bisschen was ginge dann vielleicht schon. Moin auch Brüwer. Oh, jetzt wird erstmal geschlafen. Psychose, Vaughn! Wir nehmen das, dass wir irgendwelche Gegenstände, irgendwelche Sachen sehen, die nicht unbedingt da sind. So, jetzt mal schnell wieder Feuerchen. So, haben wir. Hydriert sind wir sogar noch halbwegs. Kalt geht noch so irgendwie. Ja, dann würde ich es aber tatsächlich mal so versuchen. Das heißt, wir holen uns mal noch mehr von diesem komischen Elendspilz und so und dann gucken wir mal, was abgeht. So, jetzt wird erstmal eine geschmökert. Tot. Tja, ja, tja. Ist halt nicht gesund, das Rauchen, nicht wahr? Jetzt bin ich jetzt erfroren oder was war das? I'm cold. I should find some food. Gib ihm. Nom, 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 nom. Gebratene Mohrrübe. Lecker, 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 lecker. So, damit dürfen wir zumindest bei Essen wieder ganz gut dastehen. Wir sind bei Poisoning mittlerweile relativ weit runter. Aber wir kriegen so gut wie gar kein Leben rein, ne? Irgendwie müssen wir nochmal was. Wollen wir mal eben kurz. Ich will mal eben was schauen. Pass mal auf. So, gespeichert ist. Jetzt werde ich mir mal eiskalt ein bisschen was von den Pilzen rein. Guck mal, Brombeere haben wir sogar auch mittlerweile. Nice. Sollte mal ein bisschen mehr Ausschau nach Beeren halten. Aber. Gib ihm. Okay. Habe ich jetzt mit mehr gerechnet. Wir haben 5% halt einen verstimmten Magen zu bekommen, aber mehr auch irgendwie nicht. Ja, aber ich jetzt nochmal ein paar Beeren nicht mehr. Guck mal, das bringt eine ganze Menge Trinken eigentlich. Ich glaube, wir sollten echt schauen, dass wir erstmal uns mit Bärchen und so ein bisschen hochholen. Gut hydriert. Das sieht doch alles nett aus. Temperatur auch. Moin. Perfekt. Nur, dass wir immer noch ziemlich voll sind. Schmeiß mal fleißig weiter noch Sachen raus. Eine Schaufel wird verwendet, um Schätze, Baumstümpfe, Büsche auszugraben und sie an eine andere Stelle zu versetzen. Okay, okay. So, jetzt speichern wir nochmal und dann gehen wir nochmal los. What the hell's happening? Finde einen geeigneten Platz für ein Lagerfeuer. Mache ein Lagerfeuer. Rauchsignal. Felsen 24. Ach du Scheiße. Ich spinne doch. Ich fahre aufs Feuerstein. Können wir mal versuchen. Das nächste Mal, wenn wir zurück sind. Also da gibt es ja irgendwie Stots schon dran, aber ihr habt es ja gesehen, ich konnte es irgendwie nicht. Ich konnte es irgendwie nicht aktivieren. Also ich hatte da. Oh, wilde Kartoffel. Ah,
Da ist ein Wolf. Und das ist nicht gut. So ein Reh dagegen? Ja, so ein kleiner Hirsch. Damit könnte man ja schon mal durchaus was anfangen. Schwefelporling, ja, das ist nicht der, den ich brauche. Ich brauche ja noch zweimal diesen komischen anderen Truthahn, Schwanz, Pilz oder so. Jetzt bin ich, guck mal, jetzt bin ich wieder bei ne, dem komischen Vergiftungsgedöns, bin ich jetzt wieder höher mit dabei. Warum denn? Sechs Eis? Ich habe doch jetzt gar kein verseuchtes Wasser getrunken. So, ich hab doch jetzt nur Bärchen gefuttert. Oh mein Bahabut. Hoppelhasen. Ich hoffe mal, sie stehen auf Preiselbeeren. Eieieiei. Zuckerrübe. Sie sagen aber auch, wir können es notfalls auch mit einem Stein, können wir so ein kleines Häschen bekommen. Gut genug. Ja, gut, ne? Das könnte ein bisschen kniffliger werden. Ist irgendeiner schon mal draufgegangen? Können wir die Kerze anzünden? Schade. Unzrose? Hagebutten. Ah, schön. Meine Güte, wir kriegen hier aber auch echt so eine ganze Menge zu futtern, ne? Das passt eigentlich schon durchaus. Mal gleich schauen, wie wir Zunder herstellen. So, zumindest Ästchen kriegen wir schon mal gut rein. Jage ein Kaninchen haben wir immer noch offen. Ob ich jetzt selbst reinlatsche? My ankle. Oh, it's hard to walk. Oh, hallo, 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 wer bist denn du? Ich habe kein Messer. Das ist ein bisschen scheiße. Aber ich glaube, ich kann sogar eins bauen. Zwei Felsen, ein Seil, das müsste ich hinkriegen. Ich glaube, das bekomme ich hin. Ein Seil können wir ja craften, das kriegen wir ja, das müsste klar gehen. Seil aus Efeu? Genau, aus hohem Gras, ein Seil kriegen wir hin. Dann brauche ich tatsächlich eigentlich nur noch so den anderen Quitschquatsch. Ich hätte so gern ein bisschen mehr Leben, ne, das ist alles, das macht mich ein bisschen fertig. Ich meine, zwischendurch scheinen wir sogar ein bisschen was zu regenerieren. Und dann irgendwie wieder nicht so richtig. Haben wir. Was uns jetzt noch fehlt, sind zweimal Felsen. Dann können wir, also zwei Steinchen, dann könnten wir uns ein kleines Messer bauen. Dann können wir das Kaninchen schlachten. Das klingt doch schon mal ganz gut, oder? Erstmal alles mitnehmen, bevor der Wolf wieder kommt. Da kann ich auch noch gleich lesen. Was bleibt dabei? Ich brauche noch so ein paar Felsen. Das
Das Problem ist halt wirklich, wenn ich jetzt einmal nicht großartig aufpasse, bin ich halt auch irgendwie schon weg. Schatzsucher? Nee. Wir brauchen Stein. Da, Topfel im Lagerfeuer. Der war aber kaputt, Wolfgar. Der war auch schon kaputt, da müsste ich ein Lagerfeuer noch drunter bauen, aber der war kaputt. Ich muss irgendwie diese komischen Steinhaufen finden. Die hatten wir vorhin schon einmal. Ah. Ist auch ein bisschen schade. Oh. Vielleicht habe ich ja Glück und finde jetzt erstmal eine kleine Flinte oder sowas. Das wäre doch genau das Richtige. Nein. Tatsächlich nicht. Aber ich glaube, da unten... Da unten sieht es so ein bisschen aus, als könnten wir da Stein bekommen. Ich brauche ja nicht allzu viel davon. Moin auch Hilti. Audi. Eigentlich, ey, oder, ne? So eine Handvoll reicht ja eigentlich schon. Und mit der Axt können wir mal gucken, dass wir einen Baum fällen. Ah. Mit der Axt können wir mal gucken. Da. Messer haben wir. Mit der können wir dann mal schauen, dass wir dann noch das Holz für das große etwas da, ne, namens Lagerfeuer holen. Kann ich das Messer nicht? Okay, es sieht so aus, als müssten wir das Messer tatsächlich einfach nur so verwenden. Also wir können die direkt anschauen und so. Das scheint zu gehen. Machen wir das doch mal. So, guck mal, Bakterien sind gleich durch. Oder es läuft halt umgedreht zu dem ganzen anderen Gedöns jetzt einmal nochmal durch. Und da wir es aber immer noch haben, fängt es gleich wieder von vorne an. Und das muss halt irgendwie 5, 6, 7, 8 Mal durchlaufen oder so. Das kann durchaus sein. Du musst ein Messer ausgerüstet haben. Ah ja. Hab alles. Ungekochter Kaninchen-Eintopf. Das ist mein Rezept, ja. Also nichts mit Kochen. Wir brauchen 24 Steine. Die restlichen Stöckchen kriege ich ja durchaus noch zusammen. Aber 24 Steine ist schon echt hart. Aber mir wird auch langsam aber sicher wieder kälter. Ich muss halt aufpassen, nicht, dass ich halt auf Dauer halt daran sterbe. Aber wir können ja mal die Axt schwingen, oder? Mal gucken, wie weit wir damit kommen. I need a stronger axe for this. Na, 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 na. Außer Pilz. Nein! Ja, bitte. Und guck mal, da bekommen wir sogar Baumrinde gleich dazu. Perfekt, das ist nämlich Zunder. Perfekt. Bin mir aber nicht so ganz sicher, ob ich hier noch was anderes rausbekomme, ob ich den Baum wirklich fällen kann. Die Axt nutzt sich brutal schnell ab. Doch, yay! Moin Chris, dir auch schön startet zu Wochenende. Okay, geht klar. Okay. Nicht verkehrt. Also mehr davon rein.
Stück Weichholz, hier Felsen, genau. Äste brauchen wir sogar auch noch ein paar. Ich nehme noch schnell ein paar Äste mit. Aber meine Güte, nutze ich das Zeug schnell ab. Also es könnte durchaus zum gewissen Problem werden. So, zumindest den Stuff haben wir schon mal. Wir müssen ja nicht unbedingt alles an einem Tag schaffen. Wir haben ja auch wahrscheinlich insgesamt ein bisschen Zeit. Ich meine, jetzt nicht gerade noch irgendwelche zusätzlichen Termine offen oder sowas. Ich war? Also, so irgendwie nicht, ne. Okay. Stöckchen brauchen wir keine mehr. Guck mal, warum kann ich da kein Zunder reinpacken? Baumrinde? Aber das sieht doch genauso aus. 0 von 18. Vielleicht muss ich die 10 Zunder irgendwie erst herstellen. Anzünder. Oh, brauche ich aber einiges von. Das ist ja übel. Ich würde sagen, wir gehen zurück zur Hütte erstmal und gucken mal, dass ich nochmal eine Runde speichere. Wird nämlich, glaube ich, schon wieder ein bisschen dunkel und ich bin halt echt kurz davor, drauf zu gehen. Bleibt dabei. Außerdem haben wir noch ein Kaninchen, das wir essen können. Nice. What was that? Nicht so nice, nicht so nice. Ich werde mal schauen, dass wir nochmal die Flasche befüllen. Schneeknoblauch? Ja, okay. Aber ja, wir werden auf jeden Fall einiges an Zunder herstellen müssen. Das war schon ordentlich, was da mit dabei stand. Also werden wir einiges an hohem Gras abernten dürfen für. Aber wir kommen recht entspannt hin und zurück, wie man sieht. Das geht ganz gut klar. Steine ist nicht verkehrt. Ich hoffe mal, der Bär greift uns da drin jetzt nicht allzu schnell wieder an. Ich finde die markierte Stelle finde ich auch ganz witzig. Der Wolf hat sich eine Nummer gezogen und wird wiederkommen. Ja, moin auch Sam. Moin auch Lukas. Schönen guten Abend. Ja. Ich fürchte ja irgendwie alles in allem fast auch, dass die uns hier Probleme machen werden. Zu früh oder später. So, jetzt versuchen wir es mal mit der Pfanne. Bratpfanne. Aber hier, schaut mal, Frischwasser wird tatsächlich hier jetzt mit reingezählt. Kartoffelpuffer. Das ist ein Kartoffelpuffer? Das sieht ja mal ein bisschen anders aus. Übel. Ja, wir brauchen weiterhin diese komischen Truthahnschwanzpilze. Ich würde ja auch einfach ganz gerne nur Wasser nehmen. Das wäre voll toll. Zerstoßenes Salz? Was ist denn zerstoßenes Salz her? Vielleicht von diesen komischen Vulkanaktivitätsdingern? Rohes Hasenfleisch. Da haben wir es wieder. Jetzt muss Brüber uns eigentlich eine ganz spezielle Geschichte wieder erzählen. Das ist ganz wichtig. Und ich habe auch zum Beispiel eine Zuckerrübe. Und die bringt mir minus 5 Nahrung. Schauen wir uns mal gleich an, was so gleich mit dabei steht. Okay. Plus 1 Nahrung, naja, es wird besser. Aber es bringt plus 5, eigentlich müsste ich es so direkt essen. Oder? Erstmal kurz speichern. Hey.
Ja. Witzig. Ess das Zeug einfach mal, einfach direkt alles. Okay, wir haben fast wieder ein bisschen Leben. Das ist ja Wahnsinn. Oh oh. Was ist oh? So, jetzt haben wir es wieder. Tja, jetzt bleibt's dabei. Wir müssen immer noch was trinken. Wie machen wir das mit dieser Pfanne? Vielleicht kriegen wir es irgendwie mit der Pfanne hin. Also irgendwie kann ich sie ja benutzen. Aber irgendwie auch nicht. Wir trocknen mal unsere Anziehsachen. Geht es uns da vielleicht wenigstens ein bisschen besser? Tja, aber es sieht wohl so aus. Aber eigentlich, wenn ich Schnee... Naja, doch, nee, auch nicht. Tut's alles nichts. Aber ich muss trotzdem so oder so erstmal schlafen. Daran wird sich nichts unbedingt ändern. Also... So, eben nochmal den hier machen, obwohl. Das kriegen wir auch schneller und besser hin. Genau. Nein, 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 kein tiefer Schnee, das machen wir so. So, gut hydriert immerhin. Wir brauchen wenigstens mal irgendwann den Pilz, aber irgendwie wird es ja aber trotzdem nicht besser. Auf den Slot, wo du die Nahrung drauf ziehst. Ich weiß, dass ich in der Demo damals konnte ich einfach so trinken. Meinst du so? So? Nein. So? Auch nicht. Aber er scheint ja nichts weiter als quasi eine Zutat zu sein, ne? Weil wir sehen ja hier bei Rezepte, da wird er ja aufgeführt. Also scheint es tatsächlich exakt so zu laufen. Oder ich weiß einfach noch nicht. Borscht. Oder ich weiß einfach noch nicht, wie man Wasser kocht. Kann natürlich auch sein. So, wir müssen trotz alledem schlafen, das hilft ja nichts. So. Und drauf machst die Pfanne. Oh, noch Buschi. Nein, der Truthahn. Der Truthahn-Schwanzpilz ist verdorben. Jetzt brauchen wir wieder drei und nicht nur noch zwei. Geil. Warte mal. Was ist mit meinem Essen? Das kann sie mir nicht antun, oder? Was? Was? Das ist innerhalb von einer Nacht von... Der Fug? Okay, wir haben ein Problem. Das war das Kaninchen. Was? Innerhalb von einer Nacht? Oh, I'm starving. Guck mal, aber der späte Austernding, Austernseitling, der bringt mir 5-mal Leben immer rein. Also wir kommen tatsächlich... Oh, oh. Mm-mm. Habt ihr nicht gesehen. Oh, guck mal. Wir kriegen darüber tatsächlich sogar einfach so Leben zu. Ah gut, dann nehme ich es trotzdem. Wir können zumindest mal die wilde Kartoffel noch reinschmeißen. Ja, oder nicht. Obwohl, warte mal. Wir hatten, glaube ich, noch sowas zu essen dabei, ne? Fleischige Beet? Ja, ganz genau, ganz genau.
Wir haben die Demo ja schon damals gespielt und ich bin mir relativ sicher, ich konnte in der Demo einfach so trinken. Deswegen weiß ich gar nicht, also keine Ahnung, wie man es quasi jetzt macht. Klassisch gesehen, klar, halt abkochen, ne? Aber... Sollte das vergiftete Zeug rauslegen. Ich weiß schon genau, wie das ansonsten endet. Mit Schneefüllen? Kann man versuchen. Mit dem tiefen Schnee können wir ja interagieren. Kann es mal versuchen, aber... Ich fürchte, der gilt einfach nur genauso als Zutat für ein Rezept, ähnlich wie alles andere, was wir da auch haben. Da der ja schon aufgeführt wird, sieht es sehr stark danach aus. Ich sollte ein bisschen Essen finden. Letztes Mal hatten wir irgendwie auch noch die Hütte hier repariert, ne? Das ist ja irgendwie auch noch, glaube ich, eine wichtige Sache gewesen. Allerdings haben wir da jetzt noch irgendwie noch nicht so ganz die Questo. So, rein da. Das ist halt auch mal nur minutenweise was bringt, ne? Aber ich glaube wahrscheinlich, ich glaube, das sind tatsächlich die Minuten hier hinten raus und das sind die Stunden. Ich glaube ja. Weil es geht ja insgesamt hier alles viel schneller. Ich schätze mal, das wird so angedacht sein. So, gegessen, getrunken haben wir. Wir kriegen es mal raus, ne? Sollte ich die Taschenlampe vielleicht vorher noch ausmachen? Ich meine, das geht ja alles auf die Batterie. Ich meine, wir haben zwar noch so ein, zwei davon, aber das muss ja nicht so unbedingt sein. Ein bisschen Energie wäre schon nicht schlecht. Schlafen mal wenigstens so. Klick, 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 klick. Und speichern. Naja, es brennt und brennt und brennt. Das sieht nicht so schlecht aus. So, dann gehen wir mal los und machen mal die Quest weiter, oder? Ja, ich würde schon sagen. Was können wir denn vielleicht noch bauen? Also wir müssen noch weiter einen Anzünder bauen. Davon werden wir noch einiges brauchen. Ja, Wasserkochen ist auch krass. Wann hast du das letzte Mal Wasser gekocht, Chedan? Überleg dir das mal. Und ich meine jetzt nicht... Oh, Feuer ausmachen ist eine sehr, sehr schlaue Idee. Nicht jetzt nicht mehr im Wasserkocher, sondern ich meine so richtig. Heute, 12.15 Uhr. Aber ohne Wasserkocher? Überm Lagerfeuer? So richtig? Ja. So einfach so? Ich weiß ja nicht. Stranding 2, weiß ich nicht, ob ich mich darauf freue. Story war halt geil, aber das Gameplay war halt eher... So hätte es damals irgendwann einen Knopf gegeben und schon nach den ersten Stunden. Von wegen, lass das mit dem Gameplay und erzähl mir die Geschichte wie in einem Film. Ich hätte drauf... Das war eine gemeine... Hätte ich gemacht damals. Definitiv. Moin, Enuki. Da rührt er. Warte mal, ich werde das hier mal alles fallen lassen. Mal rein damit. Noch eine wilde Kartoffel, nett.
nett. Die Zuckerrüben auch nicht. Guck mal, wir haben sogar diesmal, wir haben so langsam aber sicher mal wieder ein bisschen Leben. Ist schon hart, ne? Ich fühl mich sogar halbwegs stable aktuell. Das heißt in einem Survival-Spiel immer schon etwas. Guck mal, hier ist Wasser. Das sieht irgendwie klar und gut aus. Wollen wir es mal testen? Ich teste es mal. Guck mal, da ist gutes Wasser. Ja. Ja, da war. Erstmal das komische Zeug hier ausgießen. Ja, saubi. Vielleicht gleich mal waschen oder so, ich weiß auch nicht. Ja, sehr geil. So, bleib da dabei. Wir müssen das komische Feuerchen hier irgendwie noch machen. Wir brauchen dazu noch Felsen. Ich hab fast fangen hier. Was soll das denn? Wir brauchen noch Steinchen. Wir brauchen immer noch mehr Zunder. Äste hatten wir, genau. Weichholz müsste ich jetzt, glaube ich, genug dabei haben. Da habe ich mich noch was mitgebracht. Ja. Okay, Steine und Zunder. Nice. Okay. Okay. Noch viermal Zunder und ansonsten nur noch Steinchen. Bauen? Kann ich einen Speer bauen? Ich kann nur eine Weichholzaxt bauen. Ein Steinmesser. Jedenfalls nichts. Eine kleine Holztruhe ginge noch. Fischerstation haben wir unten. Den Webstuhl haben wir gebaut. Yachtstation vielleicht. So eine Trockenleine könnte interessant sein. Ist zu nah. Sagen wir mal so, die sorgen dafür, dass das Spiel auf Survival-Ebene ein bisschen schwieriger wird, indem wir so ein bisschen inkompetent sind. Also, ich würde definitiv, wenn ich irgendwie versuchen müsste, mich zu erwehren, wäre das erste, man müsste ja nicht mal anspitzen, ne? Aber komm, so einen längeren Stock. Schwanzpilz. Dreimal. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich einen längeren Stock habe, um mir wirklich irgendwie wenigstens was vom Leib zu halten, ne? Da unten ist aber auch nochmal ein bisschen was. Ja, nice. Sehr geil. I should get some rest. This looks promising. So, Steinchen. Und da brauchen wir jetzt einiges. Da werden wir mit 1, 2 nicht unbedingt weit kommen. Und davon habe ich jetzt nicht allzu viel in letzter Zeit gesehen. Da ist was. Na? Was kriegen wir da mal raus? 2. Naja. Sag mal, vieles anders. Vielleicht kann ich mir auf Dauer irgendwie noch eine Pickaxe bauen. Das wäre ja so der Klassiker. Roggenwodka geht auch, wisst ihr was? Eigentlich müssen wir uns mal so kleinen Roggenwodka. Oh, Batterie. Akkosbohnen, alte Nadel haben wir bekommen. Katzendarm. Erblösung. Lederriemen. Okay. Da war eine Schale. Holzschüssel. Und ich bin tatsächlich noch nicht mal überladen. Na, vielleicht können wir mit der Holzschüssel gleich wenigstens irgendwas machen.
Können wir die dann drin einsperren? Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Wir bauen erstmal das Lagerfeuer oben fertig. Naja. Eins nach dem anderen. Wollen wir keine allzu große Hektik mit reinkommen lassen. Sonst, glaube ich, kriegen wir hier eher Probleme. Wo ich ja, wie gesagt, momentan sogar mit dem Leben ganz gut zurechtkomme. Also ich glaube, den einen oder anderen kleineren Fauxpas könnte ich mir vielleicht sogar leisten wieder. Ohne instant zu sterben. Need to eat something. Brauchen noch 5 weitere Steinchen. Das tote Kaninchen von vorhin liegt da übrigens immer noch. 5 Steinchen. Ich würde es wirklich sehr gerne noch in-game heute fertig machen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Könnte jemand einsperren, ja? Vielleicht so ein Wolf zum Beispiel, ne? Vielleicht, wenn ich mich da selbst als Köder benutze, wenn ich irgendwie reinspringe oder mich irgendwie da oder draufstelle, dann geht er vielleicht rein und ich kann von oben dazu oder so oder irgendwie was. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert, bis wir die Parasiten loswerden. Weil rein theoretisch, so wie das aussah, trinken wir jetzt ja nur noch gutes Wasser. Die anderen Sachen sind ja auch soweit ganz guter Boy. Müsste eigentlich gehen, oder? Ah ja, wir werden es schon bald rauskriegen. If I don't lay down, I'm gonna pass out. Halte das Feuer am Laufen. Stirb nicht. Ich bin etwas hungrig. Bin tatsächlich relativ müde. Jetzt hier draußen schlafen, sag mal. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil, naja, ne? Seid ihr das jetzt im Vorfeld gewusst? Da hätten wir ja vielleicht noch was machen können. Kann ich hier noch was? Ich kann auch nichts reinlegen. Hä? Ich kann es nur löschen. Was? Ich muss aber schlafen, das heißt, ich gehe jetzt so oder so zurück. Wenn ich hier draußen nämlich irgendwie, dann bin ich ja dann wahrscheinlich gleich schon wieder instant tot. Nur nicht schlafen, sonst ist es Feuer aus, aber ich muss ein bisschen schlafen. Versuch mal wenigstens, mich so 2-3 Stündchen hinzulegen, dann kommen wir wieder. Ich meine, eigentlich dürfte da so viel Stuff drin sein, gemessen an dem... Alter! Ach, die verdorben, das Zeug, das ich vorhin rausgelegt habe, wollte schon sagen. Also gemessen an dem, was ich da vorhin produziert habe, müsste das jetzt eigentlich relativ lange da sein, ne? Also wenn ich hier so ein paar Holzscheite reingelegt habe, dann waren es immer gleich ein paar Stunden. Apropos, ich habe nämlich eigentlich noch welche. So, ich würde sagen, ich schlafe mal die 6 Stündchen. So, Rezepte. Jetzt kann ich uns den Schmetterlings-Tramete-Tee bauen. Sauber. Irgendwie. Glaube ich. Sicher bin ich mir nicht. Ja, ein bisschen Zucker rüber futtern. Der wilde Möhre essen wir gleich auch noch mit hinterher. Und dann werden wir uns mal aufs Öhrchen hauen. Und noch Jansen Hardy. Zufrieden? Ist geil, dass er bei 42% Essen zufrieden sagt. Ich krieg schon wieder einen Hüttenkoller rein? Ich bin doch gerade erst hier. Oh oh. Oh oh. Nicht so toll. Mal gucken, wann er gespeichert hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt halt wieder Ingame-Gedöns oder was auch immer der gleichen an Minuten war. Cooper, wir werden ja gleich rauskriegen.
werden wir demnächst rauskriegen. Ich hab doch zwischendurch, das kann nicht sein. Doch, nach dem ersten Fuhre, als wir aufgebaut haben, bin ich nochmal zurück und hab geschlafen, hab doch auch gespeichert. Yeah. Ja, nice. So, den ganzen Quatsch schmeißen wir nochmal raus. Gestern getrunken habe ich jetzt trotzdem tatsächlich. Was schon mal ganz interessant ist, ist, dass ich jetzt erstmal jetzt wissen wir, dass wir eine Stelle haben, zumindest mit dem besser trinken. Das sollten wir nutzen, würde ich sagen. What the hell's happening? So, wir können schon mal anfangen, Steinchen mitzunehmen. Wir wissen ja, wie es läuft. Und diesmal haben wir sogar halbwegs normal geschlafen. Ja, das muss doch irgendwie jetzt langsam aber sicher mal ein bisschen was wert sein. So. Das Lagerfeuer nicht in ausstellen? Ja, das habe ich vergessen. Jetzt habe ich mir im Kopf bei dem großen Lagerfeuer. So, Steinchen. Ein paar Beeren. Oder hat er uns resettet? Ich meine, guckt euch mal mein Leben an, ne? Das ist trotzdem wiederum mehr. Es sei denn, dass er quasi das Lagerfeuer jetzt wieder ausgeschaltet hat? Okay. Das meiste ist jetzt wieder da. Zunder fehlt jetzt noch hauptsächlich. Und ein Baumstamm. Kriegen wir alles hin. Und ich bin diesmal sogar halbwegs ausgeschlafen im Vergleich zum letzten Mal. Das heißt, das müsste ja durchaus auch was werden. Obwohl das ihn immer schon sehr ermüdet, wenn wir hier anfangen rumzuackern. Die Axt ist gleich durch. So wie die Axt aussieht, ist es aber wirklich danach, ne? Wahrscheinlich ist es jetzt irgendwie ausgegangen. Schon sein, ne? Wenn wir bald eine neue Axt bauen müssen. So, Zunder. Bauen wir. Erst schlafen, dann anzünden. Naja, aber das ist so oder so zu lange. Jetzt sind wir ein bisschen fresher. Ich würde gucken, dass wir hier vielleicht ins Draußen. Mit Zunder. Jetzt, ich würde sogar sagen, dass wir gleich versuchen, uns hier draußen einen kleinen Unterschlupf zu bauen, weil das können wir machen. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe vorhin, können wir einen Unterschlupf bauen. Würde ich eher schauen, dass wir sozusagen das Feuer erstmal direkt bewachen hier, direkt vor Ort. Klingt irgendwie hart, aber exakt so, ne? Austern-Seitling, perfekt, da können wir uns wieder ein bisschen mit hochheilen. Ist diesmal nur einmal.
Und da oben sieht es auch wieder danach aus, als wenn wir hier mit einem Seil irgendwie hochkämen oder runterkämen oder sowas. Ich glaube, im Prinzip schalten wir uns hier immer nur so ein bisschen zusätzliche Wege frei. So, das haben wir. 6. Wir brauchen noch 2-mal. Und da ist, glaube ich, sogar so ein klitzekleiner Unterstand dran, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber ja, rein theoretisch können wir auch echt schauen, dass wir das Ding erst anzünden, wenn wir geschlafen haben. So, ich pack's mal voll. I could use some sleep. Okay. Sagte er. What's next? Auch immer noch 3-mal Zunder. Ah! Aber von dem, was wir halt normalerweise in unser Feuer reinschmeißen in der Hütte, ist das, was ich hier reingeschmissen habe, müsste reichen, dass das Ding irgendwie 3-4 Tage am Stück brennt. Das ist natürlich rein logisch, halt keinen Sinn macht, weil irgendwann, ne, es ist halt mehr da, brennt halt auch mehr gleichzeitig. Aber trotzdem. Ich sag einfach mal trotzdem. Ich werde es mal gleich nicht anzünden. Wir werden mal wirklich gucken, dass wir gleich noch eine Runde schlafen. Mal gucken wir einfach mal, was geht. Oh, komm her. Schaut mal. 33 Stunden steht da eigentlich dabei. Also eigentlich müsste es reichen. Ich werde zurückgehen, ich werde speichern, wir ziehen es mal richtig durch. Und dann gucken wir mal. Einmal eben noch was Cooles trinken. Mal gucken mal. Ellie. Moin. Was geht? Ah, klares Wasser. So, vor allen Dingen können wir halt auch speichern, ne? Wir halt immer noch mal gucken. Mit dem Lord viel Spaß, ja, dir auch viel Spaß. War halt ganz bei dir in der Nähe, Ellie. Mehr oder minder auf der Havel. Wir sind heute, haben heute den guten alten Fährentrick gemacht. Wie kommst du am günstigsten zu einer kleinen Rundfahrt auf dem Wannsee? BVG-Fähren. So, speichern. Jetzt sind wir mit Essen, da brauchen wir ein bisschen was. Kleiner wir jetzt mal hier auch richtig voll. Wozu haben wir den Stuff? Schaut mal. Jetzt brennt das hier und brennt und brennt und brennt. Schön, 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 schön. Wassertaxi, ja? Nee, wie Wassertaxi? Die Fähren. Die ganz normalen BVG-Fähren. Da kannst du auch mit einem ganz normalen Nahverkehrsticket kannst du das Ding halt fahren. Das ist halt das Witzige. Aber ja, ja, die sind da. Also, und das ist auch nice. So, gut genährt. Ah, so richtig viel extra haben wir jetzt allerdings nicht mehr. Verdorbene Rübe 2 liegt hier rum, die irgendwie extrem riesig ist. So, dann gehen wir mal schlafen. Was sind das, die Wassertaxen? Nö, nö, nö. Ganz normale BVG-Fähre. So richtig Energie ist das hier aber auch nicht. Ich glaube, wir müssen eben nur uns trotzdem noch was zu essen besorgen. Was ist mit den Bären? Das reicht doch nicht, ne? Also ein bisschen schon. Mal rein damit. Was mich verrückt macht, ist halt, dass hier... Ja, guck mal, das Apfelsymbol ist eigentlich schon nahezu voll und trotzdem sagt er mir irgendwas gerade mal von 60% Essen.
ist nicht die Welt, aber ich würde sagen. Ist aber auch. Weichholzbett? Holzbecher? Vielleicht können wir mit dem. Wir sind von Wannsee bis nach Altklar darüber gefahren. Und dann. Wieder zurück. So, dann wollen wir mal jetzt. Das stimmt doch mit der Wärme nicht. I should warm up soon. Da stand doch dabei, dass es viel länger brennt. So. Jetzt müssen wir dringend was essen. Das klingt super, muss ich merken. Aber so kommt ja, das ist. Ist cool. Jetzt haben wir eine Bettdecke. Eine Bettdecke wäre schon ganz nice, habe ich aber leider keine. Geröstete Kartoffel. Ich hoffe mal, das reicht so halbwegs. Glück habe ich gespeichert. In diese Slots die Pfanne. Wird mir leider nicht angezeigt, Mann. Ich kann es gleich gerne nochmal zeigen, könntest du mal versuchen. Aber so ähnlich habe ich es vorhin auch mit dem Topf versucht und da wird mir das einfach nicht angezeigt. Das, also die Auswahl habe ich irgendwie alleine gar nicht, weil ich nur eine begrenzte Einsicht aufs Inventar habe, wenn ich halt am Ofen stehe. Ich kann ja auch keine Kleidung reinschmeißen oder so. Also so sieht es anscheinend auch mit dem Rest aus. Oh, your stomach is rumbling. I need to find some deeper snow. Na hier, gucke mal. Ich habe nur diese drei Oberkategorien. Da ist die Fahne halt leider nicht dabei. Ah, der ist so ein bisschen doof, da hast du recht. Also ich weiß, also entweder stelle ich mich besonders doof an oder sowas, aber irgendwie, weiß ich nicht. So ein bisschen Wasser abkochen wäre irgendwie schon eine feine Sache, finde ich. Wenn du alle Zutaten und den Topf im Inventar hast, kannst du zur Zeit kommen. Ja, das haben wir vorhin ja schon gemacht, guck mal. Wir haben ja diesen einen komischen Tee, haben wir schon vorhin gekocht. Weit so gut. Wir haben einigermaßen was gegessen. Trinken können wir ja auch. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was zu essen besorgen, aber da können wir noch ein paar Bärchen unterwegs holen. Eigentlich sind wir ganz gut dabei. Ich würde sagen, auf zum Lagerfeuer und dann gib ihm. Oh, gucke mal. Ja. Ah ja, komm. Was soll's. Hauen wir mit rein. Wir haben vorhin diesen einen Tee gehabt mit diesem Truthahnenschwanzpilzen. Den haben wir ja vorhin einmal gemacht. Aber den auch, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt gegessen habe. Wahrscheinlich ist er mir nicht vergammelt, weil ich irgendwie schon geschlafen habe. Also ein paar Sachen im Balancing-Bereich können sie wirklich gut und gerne mal ein bisschen ran. Also das ist ein gegartes Kaninchen. Bei den Temperaturen, die es hier so insgesamt herrschen, auch in der Hütte ansonsten. Jetzt lass es mal 4, 5, 6, 7, 8 Grad sein, aber hier wird es nicht sein. Ja? Denn spätestens, wenn halt das Lagerfeuer aus ist, vergammelt ihr das nicht. Dann vergammelt ihr auch bei 25 Grad in Temperatur, vergammelt ihr das nicht. Innerhalb von 6, 7 Stunden. Nein. So.
Pfanne, ja, geht's wahrscheinlich ähnlich, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht nochmal, können wir mal gucken, dass wir nochmal Kaninchen fangen. Und diesmal auch direkt essen. So, wir zünden es mal an. Dann können wir eigentlich sogar schon fast wieder zurückgehen und erstmal speichern. Halte das Feuer am Lauf. Jetzt steht da oben 2 Tage. Naja, wir werden es auf jeden Fall mal mit Speichern lösen. Unser Häschen von vorhin ist noch da. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt, wenn wir uns da so ein bisschen absichern. Und vielleicht nochmal so eine Hasenfalle oder so bauen. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Stimmt doch nicht. Erzähl mir doch nichts. Das ist eine Hallo, aber volle Kanne. Und? Nein! Surprise! Wie war's? Hier gibt es kein Meckes? Alles, was ich brauche, ist doch nur ein Döner. Der gibt mir Hydration. Und auch ein bisschen Essen. Guck mal, jetzt haben wir nochmal den hier. 2-mal leider nur, schade. Jetzt hätten wir nämlich gleich nochmal diesen einen komischen Tee kochen können in der Zeit. Schade. Ja, sehr schade. Oh, guck mal, perfekto. So, und jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, wieder alles, was wir so halbwegs brauchen. Gehen wir wieder zurück. Dann können wir nochmal so einen komischen Tee bauen. Nice. Nice. Der ist ja noch nicht fertig, oder? Auch. Die Version 1.0.0. Holz nehmen wir den Signalvorlager. Dann musst du nicht auf die letzte Minute los. Ja, können wir gleich machen. Vielleicht einmal kurz hier noch, ne? Haben wir jetzt nochmal speichern, da es jetzt zerbrennt und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ja, können wir gleich machen. Ah, nein. Nein, ich will nicht schlafen. Steh wieder auf. Steh wieder auf. Nein. Ich sag, wieder aufstehen. Safe. Was haben wir jetzt hier Feines? Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen was zu futtern. Das geht also. Ich mach mal eben ein bisschen was an. Um nochmal die Rezepte anzugehen. Hier, guck mal. Der Schmetterlings-Tramete-Tee. Den können wir wieder bauen. Den müsste ich jetzt irgendwo haben. Frag mich nicht wo. Da ist er. Press to drink. Easy. Unten links bei der Version steht aber EA, oder? Ja, da steht EA. Aber im Hauptmenü steht Version 1.0000 und irgendwas. Es ist... Nein. Ich kann es jetzt schon spielen, nicht weil es Early Access ist. Ich habe eine Presseversion. Wenn du jetzt versuchst, das Spiel als quasi Normal-User zu spielen bekommst, kannst du aktuell die Demo noch spielen, aber sonst nichts. Das ist die Vollversion. Vollversion habe ich jetzt nur, weil ich eine Presseversion habe. Und das ist tatsächlich die Version 1.0.0 und das stand am Anfang auch so da, im Hauptmenü. Es soll irgendwie nochmal ein Tag 1-Patch kommen, ja, der so ein paar Sachen fixt, aber prinzipiell gesehen... Ist es dort. So, dann machen wir mal das gleich geschmeidig. Ich brauche eine neue Axt. Was kostet mich denn eine Axt? Ah, kann ich bauen. In der Tasche. Ja, dann machen wir das nämlich wirklich mal und werden da noch ein paar Hölzer gleich daneben legen. Das brennt. Aber da soll auch im Nachhinein noch dran gearbeitet werden. Also sie haben auch schon geschrieben, wie gesagt, einer der 3 Spielmodi, wie Superwinter oder so nannte sich das, hat einen Axtkopf bekommen? Sehr witzig. Und da kommt ja dann quasi noch was dazu. Und das ist auf jeden Fall auch nach Release noch. Also die hören da anscheinend auch nicht auf.
Ups. So. Jetzt haben wir einiges dabei. Immerhin, sage ich mal, wird uns hier nicht kalt. Ach siehste, ich wollte noch ein... Ich wollte eigentlich noch so eine Falle bauen. Muss ich mich nicht trotzdem so ein bisschen trocknen, wenn ich jetzt hier dran stehe? Nicht wahr? Aber ich kann es jetzt nur löschen. Ich kann es nur löschen. Ich danke dir, Mich mit Hund. Hätte ich fast wieder Michi gesagt. Ich danke dir für die 6 Monate. Sanfte Grüße und niemals Ende Wärme, ja. Ich habe ein großes Feuer, aber ich kann auch irgendwie nicht nachlegen. Also zumindest so eine Handvoll Irritationen bleiben, wie ich finde. Selbst nach ein paar... Was ist denn das unten eigentlich für ein Symbol? Gucken wir mal eben rein. Gestank? Schon lange nicht mehr gewaschen. Okay, wir sollten uns mal eben waschen. Das können wir ja relativ easy machen. Also ich kann nichts nachlegen, ihr habt es gesehen. Ich werde das Holz jetzt trotzdem einfach mal rausschmeißen. Das macht gar keinen Sinn, aber ich lege es hier mal daneben. Ne? Läuft die Zeit oben nicht bei der Quest, ja? Moin, Right Boy Robert. Tja. Alles nur, weil ich stinke. Zum Waschen müsste es ja gehen. Muss ich ausziehen, um dich zu waschen? Ja, ja, ja. Wir könnten uns auch dran machen, unsere Sachen mal ein bisschen mehr zu flicken oder sowas. Meine Uli. So. Minus 13,7 Grad. Ich glaube, wir ziehen uns mal lieber dann doch wieder ganz schnell an. Beste Mütze sowieso. Unsere Klamotten können wir mal eben hier kurz trocknen. Geht zum Glück irgendwie relativ schnell. Also irgendwie so das Balancing von vielen Sachen, die hier so passieren, das ist irgendwie ein bisschen strange. Finde ich. Also wie die Zeit vergeht, wann so Sachen irgendwie kaputt gehen, verderben, wie lange irgendwas hält oder so. Da rein mit den Moonshine. Manchmal ein bisschen kurios. Was brauchen wir denn dafür? Großer Ast, Metallschrott, Klebestift? Okay, Klebestift habe ich nicht. Das heißt, so ein Ding können wir nicht nochmal bauen. Aber wir müssen mit dem Essen an sich auch so zurechtkommen, mit dem, was wir finden. Können allerdings auch mal gucken, ob wir mal irgendwie so eine andere Werkbank oder sowas vielleicht binden. Auch hier brauchen wir einen Klebestift. Was ist denn ein Klebestift? Noch eine Nadel können wir hier bauen. Das bringt uns alles erstmal nichts.
werde mal das Gemüse hier gleich mal garen, bevor uns das hier komplett abhanden kommt. Der alte Holzlein. Reicht, guck mal. Reicht? Das ist nur für meine Kleidung, das haben wir aber tatsächlich. Guck mal, das hier könnte noch was für uns sein. Eine Werkzeugstation. Seil, Metalldraht, großer Ast und wir brauchen nur 6x Weichholzbretter. Das könnten wir machen. Ich hoffe mal, das ist nicht das Ding, das wir auch schon im Keller haben. Werkzeugstation, sagen sie. Werkzeugstation. Mal gucken, wie das Ding unten heißt. Nee, warte mal. Ich muss erstmal essen, bevor es vergammelt. Beziehungsweise verbrennt. Hoffen wir einfach mal, dass der Day One Patch den ein oder anderen Absturz behebt. Witzigerweise läuft jetzt der Timer oben. Haben wir das damit jetzt repariert? Ziemlich genau alle 12 Minuten. Meinst du, irgendein Speicher läuft voll? Ich danke dir, Michigan, für deine Novo Homeboy-Status. Danke sehr. Willkommen wieder zurück. Danke, danke für 13 Monate. Vielen lieben Dank. So, ich gucke jetzt mal trotzdem eben mal nach. Das sollte schon klar gehen, wie das Ding nochmal hieß. Das ist eine Jagdstation. Okay, wir können also mit der Werkzeugstation tatsächlich etwas anderes bauen. Ich brauche eine weitere Axt. Aber ich bin schnell genug, bevor mir drin alles verbrennt. War noch Pycorny. Schreistation habe ich draußen schon. Es hieß aber auch was mit Werkzeuggedöns. Wir gucken mal gleich. Wir schauen mal gleich. Ich guck nochmal rein. Schlereistation haben wir hier. Stink ich wieder? Ah, guck mal, hat gereicht, glaube ich. Ja, hat gereicht. So, zumindest das können wir schon mal essen. So. Blüht noch alles so ein bisschen? Jetzt versuche ich das Ding einfach mal zu bauen. Ich meine, was soll passieren, ne? Jetzt brauche ich wieder große... was? Habe ich nicht gerade Weichholz... Ach, Bretter. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Wahrscheinlich brauche ich dafür jetzt die großen Dinger. Nee, kann ich bauen. Große Stöckchen müssten hier, glaube ich, sogar noch liegen. Ta-ta-ta-ta. Ich baue die mal draußen hin. Also zumindest die beiden Sachen kann ich auch in der Tasche herstellen. Ich weiß nicht, ob ich die Schaufel in der Tasche herstellen kann, aber ich fühle mich ein bisschen veralbert. Wo
What the hell's happening? Ich raste gerade aus, weil ich stinke. Natürlich. So, wir gucken mal oben nach. Ob das Lagerfeuer, wie lange das noch brennt, das große. Der Rest passt ja noch halbwegs von meinen Statuswerten. Die hätten wir eben nochmal kurz waschen. Aber ja, dann machen wir es mal. Gespeichert habe ich ja sogar. Ich werde es einfach nochmal speichern, was ist meine Güte. Das kostet ja nichts. Und zumindest das nicht. Save. So, dann einmal nochmal alles ausziehen. Aber so von selbst die... Von selbst... Die Heilung, was unsere Parasiten angeht, scheint bis jetzt irgendwie nicht so richtig einzutreten. Na gut, ich ne? Macht das jetzt doch erst seit kurzem, dass wir richtig gutes Wasser trinken, aber trotzdem. Ne? Also irgendwie so ein bisschen... Langsam aber sicher dürfte mal ein bisschen was passieren. So, wieder an. Da wollte er nicht springen. Ich hab springen gedrückt. So, wir gucken mal nach. Es ist aus. What the hell's happening? Und auch Jaro. Jetzt kann ich übrigens auch nachlegen. Hey! Oh! Also irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt bekomme ich jetzt auch keine Rinde gerade mehr. Wollte ich mir nur mal so kurz erwähnen. Jetzt bekomme ich eine Baumrinde. Ich werde mal versuchen, jetzt ein bisschen was nachzulegen. Aber jetzt ist halt irgendwie schwer zu... Also das hier ist jetzt... Das sind jetzt irgendwie echte... Nee, Minuten sind hier bei Sekunden. Also so ganz grob über den Daumen. Ist geil, dass ich jetzt hier trotzdem mein Essen drin mache, ne? Okay, 33 ist auf jeden Fall Ende. Schüssel, Kochplätze, gibt es nicht. Ich glaube, ich habe sogar genug dabei, um eine Trockenleine hier aufzustellen. Zack. Kann ich mal eben meine ganzen Sachen nochmal trocknen. Da müsste so unbedingt arbeiten, ja. Also mir kommt die Quest etwas verbuggt vor, wenn ich ehrlich bin. Also dass der Timer auch läuft, selbst als es vorher gerade nicht an war. Vorhin irgendwas mit 2 Tagen stand, dann irgendwie... Aber da nichts weiter gelaufen ist, als das Feuer da war, dann müsste das Feuer von dem, was dabei steht, wie lange es läuft, eigentlich noch laufen müssen. Ist es aber irgendwie nicht. Und so weiter. Ein wenig. Also guck mal, wie schnell das hier läuft. Dann gucken wir mal hier rein. Das hier ist schneller, oder? Ich bin etwas irritiert. Ich bin auf jeden Fall irritiert. Na gut, noch geht's uns so halbwegs, aber ein bisschen werden wir zwischendurch definitiv schlafen müssen. Wenn wir mal so 1-2 Stunden und dann wieder Feuerholz nachlegen, scheint ja irgendwie so in die Richtung zu gehen.
I should get some rest. Er ist schon wieder müde. Meine Güte, also. Drehst dich hier auch dreimal im Kreis und der fällt schon aus den Socken. So, trinken können wir. Bett daneben bauen. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich aber noch mehr. Brauchen wir dann schon auch irgendwie eine Art Unterschlupf oder so. Können wir mal gucken, was so ein Bett kostet. Kann ich hier nicht bauen, konnten wir aber in der Station draußen bauen. Vielleicht eine Feuerabdeckung? Das könnten wir uns mal überlegen, ne? Aber ich kipp eh wieder gleich schon aus dem Latschen. Also eine Feuerabdeckung? Vielleicht kriegen wir die ja tatsächlich drüber. So, was kostet die? Den Stuff haben wir, jetzt müssen wir noch Seile bauen. Was kriegen wir hier raus? Witzigerweise gibt es da sogar schon eine Abdeckung, wenn es nicht ganz ist. Signal voll mit Abdeckung, ja. Das geht ja um den Rauch, ne? Der Rauch zieht ja dran vorbei, aber dann regnet es vielleicht oder schneit es halt nicht von oben drauf oder so, ne? Könnte sein. Was soll ich denn sagen? Ich rate doch im Prinzip auch nur. Dann darf ich mich mal bitte in Ruhe lassen. Stört den Rauch auch nicht. Also so gesehen geht's doch tatsächlich einfach weiter. So, das ist jetzt bei 28 Minuten. Und wieder fast beim Maximum. Ich muss jetzt definitiv schlafen. Müsste jetzt aber eine ganze Zeit lang laufen. Ich würde sagen, wir speichern mal. Hoffen wir mal, dass das mit dem Speichern auch funktioniert. Wir speichern einfach mal und schlafen mal nur so 2 Stunden und dann kommen wir hierher. Ich denke mal, da dürften wir so halbwegs auf der sicheren Seite sein. Sagte er. Und zweifelte selbst an seinen Worten. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Status? Wahrscheinlich, achso, wir sind einfach nur erschöpft. Ja, ja, ist ja okay, ist ja okay, ist ja okay. Ich hätte mir ein bisschen was aufheben sollen, damit mir auch warm bleibt. Ja, klar. Aber ich will ja eh nicht lange hier schlafen. Damit. Dann machen wir mal. Ah ne, warte mal, die Möhre brauchen wir noch. So. Ja, von dem, was wir so gegessen haben, können wir tatsächlich auch gar nicht allzu lange schlafen. Machen wir mal 3 Stunden? 4 Stunden.
Maximale Gesundheit um 25% okay. Ja, jetzt haben wir nur noch 25% weniger Gesundheit. Geil. I should warm up soon. Wir können uns ja am großen Feuer aufheizen, hoffentlich. Speichern. Ich mach mal zu. Mal gucken, nicht, dass da noch irgendwas passiert in der Zeit. What the hell's happening? Ich weiß nicht, was er schon wieder gesehen hat. Ich habe nichts gesehen. Wir sind immer noch parasitär. Was ist das denn? Der Timer läuft noch. My teeth are chattering. Es brennt noch. I'm getting tired. Oh, was? Was? Wir haben gerade 4 Stunden geschlafen. Ich meine, klar, das ist nicht viel, aber wir haben 4 Stunden geschlafen. Der meckert schon wieder. Aber es läuft noch, ne? Und es läuft auch noch gut. Das passt schon. Ich würde trotzdem sicherheitshalber mal eben wieder nachlegen. Anschauen, als wenn sie gerade dazu Bett. Ich hab vorher pennen. Ja, ich muss halt ein Bett bauen. Ah, siehst du mal, das hätte ich an der Station draußen durchaus machen können. Das hätte man zumindest gucken können, ob ich mir ein Bett dann hier mit raustragen kann. Aber wir haben es ja bald. Es ist ja tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich nicht mehr ganz so lange. Ah, ist ja warm. Ja. Moin, moin, auch Tupperhase. Ich hab ja gespeichert. Mal gucken, ob er es jetzt soweit auch echt mit reingezogen hat. Ja. Sieht, glaube ich, gar nicht verkehrt aus. Da wir ja auch wissen, dass das Lagerfeuer noch brennt, würde ich das jetzt sogar einfach mal nutzen, um hier weiter zu schlafen. Need to warm up. So, Geduld mit dem Game, ja. Rest ein bisschen auf, ja. Hier tief. I'm getting tired. So. Ich brauche definitiv was zu essen. Das wird mir hier alles nicht so großartig helfen. Ich brauche ein bisschen mehr von den Pilzen oder wieder irgendwie ein bisschen was am Boden. Zum Beispiel sowas hier, das ist schon mal ein bisschen besser. Den Vogel nicht einfach essen. Ja, also ich sag mal so, wie gesagt, da soll ja irgendwie noch ein Tag 1 Patch dazukommen. Wie viel die immer so bringen, so aus Erfahrung würde ich sagen, eher zweifelhaft, dass die immer alles beheben. In der Regel eher weniger Sachen. Ach,
Das hat jetzt alles in allem nicht so unbedingt den Eindruck, als wäre es ein fertiges Spiel. Also ich glaube, das ist relativ einleuchtend. Recht offensichtlich, das meine ich. Na? Oh, erstmal hell. Aber Essen dürfte uns demnächst ein bisschen Probleme bringen. Waren es 15 Minuten. Yay! Ah, ich glaube, ich brauche mehr Grafikspeicher. GeForce. Ich glaube, das ist einfach zu wenig. So, Wärme haben wir ein bisschen. Dann schlafen wir nochmal ein, zwei Stündchen. Speichert. Warm at last. Ja, zumindest ist es ihm warm. Ja, das ist schon mal ganz nett, ne? Daher. Der Mütze, ne, das brauchen wir ja nicht. Große Aste brauchen wir alles auch nicht. Machen es mal aus. Und Tiger machen wir schon mal direkt los. I'm going crazy. Aber jetzt hat er gefühlt, knapp 8 Stunden. Er hat zusammengerechnet. Also ich sag mal, ein bisschen was muss doch da jetzt langsam mal ankommen. Check nur USB-Stick, die Kraker, ja. Ja. Jetzt bin ich da wieder drauf eingefallen. Aber es hat uns keinen Schaden gemacht, witzigerweise. Ich wüsste, was dieses komische Sticky-Zeug ist, könnte man ja durchaus schauen, dass wir uns nochmal so eine Falle bauen. Die meinten allerdings auch, ich kann irgendwie mit Steinen danach schmeißen, ne? Kann schauen, dass wir vielleicht so durchaus einen Hasen noch erwischen. Ich werd nicht verhungern. Wo denn auf so was? Der Fug? Und jetzt ist es wieder bei maximaler Zeit? Was? Ich check nichts mehr. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich hab da jetzt gar nichts nachgelegt. Hä? Hä? Der Timer läuft weiter. Das Holz ist zwar müsste zumindest zum größeren Teil verbrannt sein. Ich pack ein Stöckchen rein, das ist wieder bei maximaler... Ne? Maximaler Kapazität angelangt. Ich bin einfach nur irritiert. Kann die Weinröschen sind wirklich einfach so essen? Ja. Das ist krass. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Ich kann's mir nicht erklären. Es macht logisch, zumindest von dem, wie ich das hier sehe, nicht so richtig Sinn. Wir nehmen es mal jetzt einfach so hin und schauen einfach mal uns an, was jetzt in diesen 3 Minuten dann gleich passiert. Ich hoffe mal, die Quest ist halbwegs erfolgreich. Ansonsten weiß ich auch nicht. Aber ich... Bleibt dabei, es macht keinen sehr fertigen Eindruck. Aber ich hatte die Demo ja gespielt, da waren ein paar Sachen anders gebalanced.
Aber bis auf das etwas andere Balancing, kann aber auch eine andere Schwierigkeitsstufe vielleicht damals gelegen haben, mit dem Wasser und Parasiten und irgendwas. Ich sage, ja. Hätte es dem Spiel vielleicht doch ganz gut getan, wenn es jetzt noch nicht rausgekommen wäre. Und auch Marienschneckle. I should get some rest. Der Mich mit Hund, den habe ich vorhin tatsächlich gesehen, den Micha. Naja. Der war vorhin da und hat sein Prime-Abonnement angelassen. Sind wir schon wieder da? Ich gebe schon wieder gleich aus dem Latschen. Warte mal, jetzt gucken wir mal eben, ob wir so uns ein kleines Kaninchen. Hier, nimm das. Fanden sie nicht so beeindruckend. Sehen, ach so. Sehr gut. Wird es noch ein, zwei mehr geben, die du aus den nicht erkennen? Außer Chidan und Nightjack? Nightjack ja im Prinzip so der Wegelagerer aller Kanäle ist, so ein bisschen. Der Twitch-Wegelagerer oder so. Der ist der quasi überall. 46 Sekunden. Was habe ich da gerade getan? Ich konnte irgendwas machen. Was habe ich da gerade getan? Minuten. Ah ja. Zumindest Essen und Trinken sieht noch so halbwegs normal aus. Sogar mich erst Nummer 1000. Ja, perfekt, GeForce. Da haben sich die Raids doch gelohnt. Oh, muss das sein. I'm going crazy. Ich bin schon wieder müde. 3 Sekunden. So, jetzt gucken wir, was passiert. Ich meine, es stand was mit 2 Tagen. Ja. So ganz am Anfang. Es kann jetzt wirklich sein, dass einfach der zweite Tag angebrochen ist. Aber ich weiß nicht, wann und wie und weshalb und was er da zählt. Das ist alles ein gewisses Mysterium. Ich pack mal Holz nach. Wir blenden einfach die ganzen Fragezeichen. Die blenden wir jetzt mal ein bisschen aus. Ja? Und werden einfach da Holz nachlegen. Und dann so tun, als wenn die Zahlen, die dabei stimmen, also stehen, einfach stimmen. Ja, das klingt doch gut, oder? Ja, das ist gut. Solange das brennt. Ja? Solange das ja jetzt brennt, gehen wir mal weiter.
I just want to go to bed. Ja, zum Schlafen haben wir leider ein bisschen zu wenig Essen. So, Holzibus. So, mehr geht nicht. Mal sehen, ob das für die Konsole kommt. Boah, keine Ahnung. Ich schätze mal, wie immer bei solchen Spielen, wird das sehr stark von dem Erfolg auf der, bei der PC-Version abhängen. Gemacht. Ich habe, glaube ich, nicht wirklich Schaden bekommen, oder? Hat er mich gerade einfach so ein bisschen angetackelt oder was ist das? Okay, Feuerchen rein. Brennen. Haben wir. Was haben wir noch so zu essen? Und ein paar Beeren, die sollten wir uns auf jeden Fall erstmal Feuer reinziehen. Sonst sind nämlich wieder alle kaputt, immer noch GT 86. Marschier mal wieder. Ja, mach das. Schön, dass du da warst. Viel Spaß hier natürlich auch noch. So. Nicht? So irgendwie. Hätte ich gesagt. Müsste jetzt so halbwegs passen, oder? Jetzt essen wir das noch hinterher. Eine so eine komische Rübe habe ich noch. So, wir packen mal wieder randvoll mit Brennholz. Sagt, müsste eigentlich jetzt reichen, um recht lange zu schlafen, aber naja, wir wissen es besser. Ich werde jetzt mal jetzt so wieder ein bisschen schlummern. Dann können wir ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Boah. 11 Stunden und der kommt auf 70% Energie? Ich bin quasi nur am Schlafen. Wieder an. Rein damit. Jetzt können wir eben mal unsere Sachen nochmal trocknen. Essen. Ah, Essen werden wir gleich noch ein bisschen mehr brauchen. Wieder. Sollte aber an sich klar gehen. Wir machen es sogar mal aus. Wollen wir nochmal nach dem Feuer schauen oder irgendwie nicht? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Eigentlich, ich weiß nicht, ob es irgendwas Sinn macht, ehrlich gesagt. Wir können ein ganzes Weichholzbrett, achso, Brett, nicht Bett. Das war es vorhin. Zeig ich schon. Naja, was essen müssen wir so oder so. Sagen wir, legen mal los und schauen mal ein bisschen. Und legen mal ein bisschen weiter zu. Ja, Lagerfeuer, das bedeutet, ja, irgendwie so ein bisschen schon.
Rein theoretisch können wir natürlich jetzt gucken, dass wir in der Zwischenzeit irgendwie diese markierte Stelle oder so finden. Bisschen was zuvor, dann haben wir noch. Schwefelpauling. Der gibt gut was. Ja, wenn wir bei Nacht unterwegs sind, dann gruseln die das anscheinend relativ stark. Das Speichern hätte ich vielleicht nochmal sollen. Oh, das mache ich auch. So häufig alleine, wie das abstürzt. Macht es wahrscheinlich schon noch ein bisschen Sinn. Oh. Speichern, speichern. Aber in den ersten 12, sagen wir mal 15 Minuten oder so, ist es tatsächlich ja nicht abgestürzt. Also eigentlich, boah, ja, ach, keiner. Mal gucken. Momentan steht es irgendwie nur aus Essen, Trinken, Schlafen, hauptsächlich Schlafen, oder? Das ist ja, definitiv, definitiv. Ich sage ja, das ist zumindest in Teilen etwas und bleibt etwas verwirrend. So, wir trinken. Vor allen Dingen, schaut mal, Mann, wir haben gerade 11 Stunden geschlafen und der ist... Keine Ahnung. Der könnte schon wieder so lange schlafen, gefühlt. Was ist da los? Stimmt der nicht mit dem? Bestimmt mit dem Eiweiß. Vielleicht. So. Zumindest haben wir jetzt aktuell noch mal ein bisschen Holz. Könnten wir mal versuchen, die meinten hier vorne, ich kann auch irgendwie die mit Steinchen abschmeißen. Ich würde es eigentlich ganz gerne noch mal versuchen. Ich irgendwie bezweifle, dass das wird, aber ich würde es ganz gerne mal versuchen mit den Steinen. Aber erstmal legen wir nochmal Holz nach. Damit ich mich, du könntest auch durchschlafen. Ja, so mittags rum, ne? Dann ist halt irgendwann. Das ist ja ein Wolfssymbol. Heute Mittag war das definitiv auch mal so ein Punkt, wo wir so zurückgekommen sind. Und oh, na ja. Jetzt so ein bisschen vielleicht. So ein Stündchen. Aber da hat es dann zeitlich alles schon nicht mehr geklappt. Ist dann ein Essen gemacht, okay, so gedönst und dann hier und dann da. Ah ja. Schon, Hoppelhäschen. Ich will euch doch nur essen. Ich will nicht nur Zuckerrüben die ganze Zeit essen müssen. Vogel nicht einfach abschmeißen oder sowas. Ja, mit D bekommst du zum größten Teil gut durch Pilze. Da wir sehr viele unterschiedliche Pilze gegessen haben, würde ich sagen, Vitamin D müsste vielleicht klar sein.
ein Steckhut. Was hast du denn? Ein Ibu kann ja mal alles Mögliche sein. Aber bei mir ist Ibu in den allermeisten Fällen Rücken, 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 Rücken. Achso, meinst nicht in-game, ja, das kann natürlich sein. Obwohl ich Vitamin D supplementiere, zusätzlich zu mir nehme. Tatsächlich schon. Ist ein sehr, sehr toller Körperteil, der Kopf. Aber auch ein etwas schwerer. Tja, noch 5 Stunden. Sagen wir, legen uns einfach hier in-game hin. I should get some rest. Und gucken wir, was passiert. Das Hotel. Hier, nimm das. Nimm das! Jetzt kann der Körper nur begrenzt arbeiten. Ja, ja, deswegen. Du bist auch eher unregelmäßiger. Und so weiter und so weiter. Aber dafür kann der Körper es gut aufstauen. So. Müsste ja reichen, ne? Warte mal. Ich stehe nochmal auf und speichere nochmal. Jetzt ist es auch schon lange nicht mehr abgestürzt. Was war die kleinen Dinge und so, ne? So. Passt. Essen mal Beeren. Jetzt kriegen wir schon wieder einen... Weißt du, ich komme gerade rein. Ich schlafe hier drin irgendwie 4 Stunden und ich krieg schon Lagerkoller? Was ist denn da verkehrt? Sag mal. Also, wirklich? Weg. Can someone hear me? Hello? Joel, is that really you? Of course it's me. You were expecting someone else? I don't know. I saw Mike not long ago. At least, I think so. He just disappeared soon after. Maybe it was him, maybe not. Mind will play tricks on you. Stay sharp. How are you holding up? Actually, I'm doing okay. Your lessons paid off. You noticed my smoke signal? Smoke signal? No. Sorry, man. Joel? Joel? I'm losing you. What a piece of crap. Range sucks. I need to find a better spot. Ruft Joel vom Jagdturm aus an. Machen wir das doch mal.
Da, unten rechts, Version 1. Sie hatten es auch gesagt. Also sie haben mir tatsächlich auch geschrieben, ja, mit dem Pressekey stand mit dabei, dass ich wohl irgendwas zwischen 2,5 bis 4 Stunden wahrscheinlich so brauche. Schauen wir auch mal. Aber was ein bisschen kurios bleibt, es gab die Demo. An der Demo haben wir, glaube ich, damals so eine Dreiviertelstunde gespielt oder so. Dann gab es den Prolog, der ja irgendwie kürzer war als die Demo. Das Hauptspiel. Also ich habe damals in der Demo, haben wir sowas gemacht wie, wir haben nochmal die Hütte repariert. Ne? Die mussten wir ja noch verstärken, damit der Bär da nicht reinkommt. Und ich habe das Gefühl, also das war jetzt ja gar nicht mehr dabei zum Beispiel. Ne? Irgendwie weiß ich nicht. Das macht irgendwie von dem, was an Content bis so schon dabei war, irgendwie teilweise echt einen etwas wirren Eindruck. Ich habe das Gefühl, ich habe im Prolog, zumindest ein bisschen was im Prolog, und ich habe auf jeden Fall Dinge aus der Demo hier nicht gespielt. Jetzt in der fertigen Version. Das ist ein bisschen komisch. Kommen wir zu positiven. Die Stimmung ist auf jeden Fall immer noch top. Also ich finde die Stimmung cool, ich finde die Idee tatsächlich auch ganz cool. Ja, durchaus ein schweres, auch Singleplayer-Survival-Spielchen zu bauen, finde ich richtig cool, auch mit dem Winter und allem drum dran. Die Idee finde ich immer noch geil, auch dass der Bär jetzt so ein bisschen auf dem Fersen ist und so ein Spaß. Alles Tschikikowski. Es ist hart verbuggt. Es ist uns jetzt in den 3,5 Stunden ungefähr, es ist uns wie häufig abgestürzt? 5-mal? 4-mal? Weil es geht relativ schnell weiter. Das Problem war, dass diese Speicherstände ja dann uns ja teilweise trotzdem hier und da ein bisschen irgendwie zurückgeschmissen haben. Und dann halt, wie gesagt, diese Timer und so, das hat alles auch irgendwie so ein bisschen, stimmt irgendwie nicht so ganz. Dann ist es irgendwie ein bisschen komisch halt, wie häufig wir schlafen müssen. Also irgendwie gefühlt, wir schlafen irgendwie 11 Stunden und kommen irgendwie bei 50-60% überhaupt nur raus und so. Du drehst dich dreimal im Kreis und musst wieder schlafen. Also ich würde sagen, selbst im Balancing-Bereich, aber generell auch im Bugfixing-Bereich ist da noch eine ganze Menge zu tun. Und der Content ist irgendwie sehr kurios nah an dem halt wie, von der Gesamtlänge und allem her, wie es in der Demo war. Dass jetzt was Schlechtes ist, sei immer dahingestellt. Ich meine, prinzipiell gesehen, eine quasi lange Demo den Leuten zur Verfügung zu stellen, ist eine geile Sache. Ne? Also Demos sind mega cool und das ist immer ein dickes Pluspünktchen. Insofern, ja, ne? Moin, Monster. Was ist da passiert im Discord? Schreib mir was, ich mach's, Monster. Also, ne? Ich hatte jetzt auch durchaus Spaß dran. Man muss aber ein paar Sachen hinwegsehen. Und so wie ihr es ja im Endeffekt auch geschrieben habt, ne, egal ob es jetzt fertig ist oder nicht oder was auch immer dergleichen. Also ja, von dem, was sie mir gesagt haben, ist es das. Von dem, wie es da steht, ist es das auch. Aber ich denke mal, wenn man da köpflich sagt, das ist irgendwie noch Early Access, hat es irgendwie nicht mehr Sinn. Okay. Dann sage ich mal Dankeschön. Bin mal gespannt. Was mich ein bisschen irritiert, ist tatsächlich halt auch, dass zum Story-Modus es jetzt näher noch einen weiteren gibt. So eine Art Dauermodus, bei dem du wahrscheinlich dasselbe machst, was wir jetzt gerade auch gemacht hatten. Also da passiert jetzt ja nicht so viel, außer, also hätten wir jetzt die Quest nicht weitergeführt, dann wären wir auch im Dauermodus. So nach dem Motto. Dieser Heavy-Snow-Modus, das könnte vielleicht irgendwann noch interessant sein. Aber vielleicht ja erstmal in der Story was zu machen. Ja, weiß ich nicht. Ach, wieso eigentlich noch nicht? Also meine Güte, ne? Dann ist die Story halt kürzer. Aber die macht jetzt ja nicht so den einen, ne? Macht ja nicht den Anschein, als wäre es fertig. Stand ja auch quasi mit dabei, dass da ja auch noch irgendwie was kommt.
Also von dem, was bis jetzt so irgendwie passiert ist, sollten sie vielleicht eher an der Story weiter, aber ach, ich will den eigentlich auch keinen. Nee, das macht auch, das ist auch wieder Bullshit. Das ist nicht mein Job. Ich hatte Spaß dran. Also nehmen wir es mal so einfach, wie es ist. Ne? Von dem, was wir hatten. Ich hatte tatsächlich Spaß dran. Mir hat es Spaß gemacht, auch wenn ich hier und da ein bisschen verwirrt war. Und das mit den Story, mit den Quests ein bisschen verwirrend war und so ein bisschen, ja, funktioniert es jetzt nicht. Zwischenzeitlich hatte ich ein bisschen die Bedenken, ob wir es überhaupt heute überhaupt zu Ende spielen können, weil das dann mit den Abstürzen ein bisschen mehr wurde. Ne? Aber so dazwischen und allem und drum und dran und was auch immer und halt, wie gesagt, von der Stimmung fand ich es eigentlich ganz geil. Ist unterwegs. Danke, Cheddar. Also so gesehen war es erstmal irgendwie ganz. Danikowski, würde ich sagen. War's das für heute? Das war's für heute. Morgen ist frei. Vielleicht mal gucken und hier und da, aber ich will nichts versprechen. Mal gucken, aber spätestens am Sonntag geht's los und Sonntag gibt's dann wieder auch einen großen Stream. Dann volle Pulli. Wieder mit dazu. Ich habe eh noch ein, zwei Kleinigkeiten, die wir machen wollen. Ich wollte eigentlich morgen durchaus noch so ein gewisses Spielchen reinschauen. Aber, ich werde euch mal weiterschicken. Weil wenn wir schon mal dabei sind, zum Ben Michar. Leider Enshrouded. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Wir werden uns dann wiedersehen. Okay. Also, schlaft gut. Schönen Restabend. Spätestens. Wo läuft das jetzt? Wer siehst du? Als lande ich selber automatisch drin.